Herzlich willkommen allen Zuhörern an diesem Donnerstag, dem 12. Januar 2017, zu einem weiteren Gespräch in der Akademie ANAP Economics. Heute haben wir Fabian Lindner zu Gast. Schönen guten Tag. Guten Tag. Und ich möchte anfangen, den Fabian ganz kurz vorzustellen. Ist ein Politikwissenschaftler oder jedenfalls hat er mit Politikwissenschaft begonnen an der FU in Berlin. Hat aber sich dann der Volkswirtschaftslehre gewidmet, war dafür in Paris und hat sich dann promoviert auch in diesem Bereich und ist heute am IMK der Hans-Böckler-Stiftung, wenn ich das richtig weiß, und war aber schon in verschiedenen Positionen, unter anderem hatte als Referatsleiter der allgemeinen Wirtschaftspolitik gearbeitet und war Mitglied im EZB-Schattenrat, also hat schon einige spannende Blicke möglicherweise auch hinter die Kulissen bekommen. Und was für uns besonders interessant ist, Fabian ist jemand, der sich mit der Arbeit von Wolfgang Stützel beschäftigt. Und Stützel ist ja ein Volkswirtschaftsforscher, der nur im deutschen Bereich bisher veröffentlicht hat und der uns schon sehr viel beschäftigt hat hier. Und Fabian ist einer der ganz wenigen, die Stützels Einsichten oder einige der Einsichten von Wolfgang Stützel in auch den englischsprachigen Raum getragen hat. Das finden wir besonders spannend und das bildet letztendlich auch die Grundlage für unser Gespräch heute. Und ja, ich möchte gar nicht so viel Zeit mit Einführung verschwenden, sondern gleich mal in medias res gehen. Wir haben circa 1,5 Stunden und ja, ich denke, hier wird ein spannendes, inhaltlich möglicherweise etwas fortgeschrittenes Gespräch stattfinden können. Aber das seid ihr ja gewohnt hier in der Akademie, dass wir nicht bei Adam und Eva jedes Mal beginnen, sondern uns durchaus in den Inhalt stürzen. Und jetzt lasse ich für die ersten inhaltlichen Fragen lasse ich gleich mal den Wolfgang ran. Wolfgang, bitte. Ja, Fabian, steigen wir gleich ein in die heutige Situation seit der Finanzkrise. 2008 hatten wir eine riesige Finanzkrise, auf die auch wieder die Einsicht eigentlich gefolgt ist, dass die Neoklassik, die eigentlich immer noch das dominierende oder wieder das dominierende Modell in der Volkswirtschaftslehre ist, überhaupt kein Platz für Finanzkrisen ist, weil dort kein Platz für Geld ist. Geld spielt in der Neoklassik keine Rolle. Und deswegen gibt es wie schon in den 30er Jahren nach dem Börsencrash von 1929 und der Weltwirtschaftskrise der 30er Jahre wieder eine neue Diskussion um eine monetäre Ökonomik. Damals war es vor allem der John Maynard Keynes, der schon 1933 diesen Plan kundgetan hat, eine monetäre Theorie der Produktion entwickeln zu wollen, die er dann 3 Jahre später mit der allgemeinen Theorie der Beschäftigung des Zinses und des Geldes auch geliefert hat. Und das hat dann eine theoretische Revolution ausgelöst in der Ökonomie. Und nach dem Zweiten Weltkrieg waren dann plötzlich alle Keynesianer. Aber seit den 70er Jahren gab es da ein theoretisches Rollback und die Neoklassik hat ein Comeback gefeiert, das bis 2008 gedauert hat. Und seither sind wir in einer Situation, die sowohl ökonomisch sehr viele Parallelen zu den 1930er Jahren hat, auch was die politischen Entwicklungen angeht, mit dem neuen Rechtspopulismus und vor allem dem neuen Nationalismus unter den Rechtspopulisten. Theoretisch haben wir auch wieder einen Suchprozess, ähnlich wie in den 30er Jahren. Es wird sehr viel über Geld und Kredit diskutiert. Aber die heterodoxe Szene hat Probleme, zusammenzukommen und ein gemeinsames Paradigma zu finden, das wirklich Schlagkraft entwickeln könnte.
Und genau da wollen wir so ein bisschen ansetzen. Und wir haben dich vor allem eingeladen, weil du sehr viel eben zum Werk von Wolfgang Stützel gemacht hast und hast dich sehr verdient drum gemacht, das in Deutschland bekannter zu machen über den Herdentrieb-Blog von der Zeit. Und du hast auch in Englisch publiziert zu Stützels Werk als einer der ersten, die versucht haben, das in englischsprachigen Raum reinzutragen. Und ja, ich würde einfach mal mit zwei allgemeineren Fragen starten und dich fragen, erstmal, du bist ja schon auch jemand, der sich positiv auf die keynesianische Tradition bezieht. Wo siehst du denn die wichtigsten theoretischen Gründe dafür, dass der Keynesianismus ab den 70er Jahren mehr oder weniger gescheitert ist und wieder verdrängt wurde durch die Neoklassik? Und wie könnte man diese Schwächen heute beheben? Und welche Rolle spielt dabei das Werk von Wolfgang Stützel, das ja sich nicht nur auf die Seidenmechanik eingrenzen lässt, sondern auch darüber rausgeht. Welche Rolle spielt das dabei für dich? Jo, vielen Dank für die Einleitung und die beiden Fragen. Ich möchte eine Sache vielleicht vorher klarstellen, weil die kommt sozusagen oft auch in der heterodoxen Kritik vor, und zwar, dass in der Neoklassik kein Platz für Finanzkrisen sei und auch kein Platz für Kredit. Das stimmt einfach so nicht. Nicht, dass ich jetzt so ein besonders großer Freund dieser Modelle und der Neoklassik bin, aber ich denke, man muss halt gerade, wenn man kritisch auftritt, auch aufpassen, dass man sozusagen keine Strohmänner sich baut. Es gibt also Leute wie zum Beispiel Ben Bernanke, ja, der ehemalige Chef der Federal Reserve, also der amerikanischen Zentralbank. Es gibt so Leute wie Kiyotaki Moore, natürlich auch Stiglitz, die ganz viel auch in einem neoklassischen Rahmen geschrieben haben über Kreditzyklen, Zyklen, die kreditmäßig getrieben werden, woraus sich auch ziemlich leicht dann sozusagen auch Finanzkrisen ableiten lassen. Bernanke hat geschrieben über Blasen auf Vermögenspreismärkten, über prozyklisch laufende Kreditvergabe und so weiter und so fort. Also von daher muss man ein bisschen aufpassen, zu sagen, die Neoklassik hat überhaupt keinen Platz für Kredit. Was natürlich richtig ist, Geld kommt da nicht so richtig drin vor. Das muss man auch ein bisschen qualifizieren. Das ist jetzt dann geht so ein bisschen sozusagen wieder rein etwas in die Theorie, aber ihr habt ja von Anfang an gesagt, wir fangen nicht bei Adam und Eva an. Da gibt's, vielleicht können wir da auch später noch mal ein bisschen was drüber sagen. In gewisser Weise gibt es schon Geld, also oder sagen wir mal konkreter gesagt, es gibt Zahlungsmittel. Das Problem ist, dass es das sozusagen kein Geld ist, wie wir es kennen, also sozusagen Forderungen, sondern dass das Geld in der Neoklassik Waren und Dienstleistungen oder vor allem Waren sind so. Ne? Also man bezahlt sozusagen direkt mit dem mit der Ware, die man produziert hat. Also insofern gibt es auch Zahlungsmittel. Und wenn eben diese Zahlungsmittel nicht kommen, dann gibt es auch Probleme im Kredit. Also das ist sozusagen nur mal so, da muss man ein bisschen vorsichtig sein, auch in der Kritik. Die spezifische Art nun, wie diese Kreditmärkte und so weiter da in der Neoklassik eingebaut werden, ist sicherlich wieder problematisch, aber man kann nicht sagen, dass es keine Auseinandersetzung mit Kredit gäbe. Man kann auch nicht sagen, und es gibt auch sicherlich auch viele Aspekte in dieser Arbeit, die durchaus auch Interesse und interessant sind für die reale Welt. Das nur mal als Präambel oder sozusagen noch mal als Punkt. Aber vielleicht soll ich jetzt einfach dann gesammelt was zu den beiden Fragen sagen oder wollt ihr noch mal zwischendurch was sagen? Nö, vielleicht kannst du einfach auf die zwei Fragen mal eingehen und dann können wir ein bisschen detaillierter auf ein paar Punkte eingehen, die der Stützel in den Vordergrund stellt in der Seidenmechanik. Da haben wir ein bisschen was vorbereitet dazu. Okay, genau, also zur keynesianischen Revolution. Das ist natürlich, das ist ein Riesenthema. Da gibt es natürlich verschiedene Aspekte, die da genannt werden können. Also A ist vielleicht, muss man tatsächlich sagen, und deswegen bin ich ja auch sozusagen als anfänglicher Keynesianer ziemlich schnell auf den Stützel gekommen. Im Keynes und besonders dann der General Theory, die er 1936 veröffentlicht hat, ist eine ganze Menge unklar. Ja? Also wenn man das mal liest, dann ist das erstmal sehr verwirrend. Man muss es also schon öfter mal gelesen haben, um zu verstehen, was der Keynes eigentlich da genau will. Und ich habe auch dann viel sozusagen in kritischen Diskussionen, auch mit neoklassisch orientierten Ökonomen festgestellt, dass ich mit dem Keynes auch oft gar nicht so richtig weitergekommen bin, ja.
Und dass da eben sozusagen ganz viele, dass da ganz viele Ideen noch aus der Neoklassik auch im Keynes selber mit drin sind, ja, und er sich da auf sozusagen von vielen Sachen hat gar nicht richtig frei machen lassen oder frei machen können, was er auch selber dann eingesteht. Und deswegen sozusagen vielfach gar nicht so richtig schwer war, eventuell dann wieder auch ihn neoklassisch zu vereinnahmen. Das ist sozusagen die erste Geschichte, dass in dem Keynes und damit natürlich auch in gewisser Weise im Keynesianismus auch noch eine ganze Menge Restbestände von Neoklassik sind, die man dann sozusagen auch wieder verwenden kann. So. Die zweite Sache ist natürlich dann auch nochmal die Rezeption von Keynes. Die Frage, wie ist sozusagen der Keynesianismus, wo ihr ja gesagt habt, dass der Keynesianismus, also zumindest im angelsächsischen Raum, in Deutschland war es nochmal ein bisschen anders, aber im angelsächsischen Raum bis in die 70er Jahre relativ dominant oder hegemonial oder so gewesen ist. So, ne? Aber das hat natürlich auch viel damit zu tun, dass halt sozusagen neoklassisch ausgebildete Ökonomen, nehmen wir zum Beispiel Solow, nehmen wir Samuelson in den USA vor allem, den keynesianische Elemente verbunden haben mit neoklassischen Elementen. Dass sie also gesagt haben, naja, in der Mikro geht weiter in die Neoklassik, in der Makro geht das ISLM-Modell und das ist die sogenannte neoklassische Synthese, so, ne? So dass die Neoklassik einfach auch nie wirklich verschwunden ist, sondern halt immer vor allem dann auf der Mikroebene sozusagen Bestand hatte weiterhin, gelehrt worden ist weiterhin, so dass es dann auch in den 70er Jahren kein großes Problem war zu sagen, naja, dann schmeißen wir sozusagen ISLM und Makro ein bisschen weg und versuchen, das ist ja diese berühmte Geschichte der Mikrofundierung, alles mikroökonomisch zu fundieren. Das ist ja erstmal auch ex ante gar keine schlechte Idee, ganz im Gegenteil, weil davon, ich denke, der Stützel macht auch eine Mikrofundierung. Aber das hat dann sozusagen Tür und Tor dem geöffnet, dass man plötzlich gesagt hat, wir reduzieren im Prinzip auch die makroökonomischen Verhältnisse auf mikroökonomische Verhältnisse. So. Und das ist natürlich, das darf man nicht machen. Ne? Dann nimmt man sozusagen den Kern dessen, was Keynes ja richtig auch erkannt hat, dass sozusagen das Ganze eben mehr ist als die Summe seiner Teile. Und darin dreht er sich ja auch im Stütze viel drum, dass das dann plötzlich eben verloren geht. Ne? Und man kommt dann wieder in so eine, ja, und dann macht man die ganze Zeit die sogenannten Fallacies auf Composition und so weiter und so fort. Also das wären so in ein paar Stichpunkten Überlegungen, was aus der Keynesianischen Revolution geworden ist. Das ist jetzt so ein bisschen Theorie immanent. Klar, es gibt auch viele politische Interessen und so weiter, ne, die dann eine Rolle spielen und so, gar keine Frage. Auf die kann man ja vielleicht in der Diskussion noch später eingehen. Aber jetzt erstmal so Theorie immanent, denke ich, gibt es da auch einige Gründe, warum es eben zu diesem Widerschwenk zur Dominanz, zur Hegemonie der Neoklassik kommt. Okay, die zweite Frage war ja, wie kann man eventuell Schwächen der momentanen Wirtschaftswissenschaft ja beheben oder wie kann man damit umgehen? Also abgesehen davon, dass es auch immer eine politische Frage ist, auch eine Frage der Macht, wer kann sozusagen an den Unis unterrichten und so weiter und so fort. Möchte ich aber vielleicht dann auch wieder ein bisschen auf die eher theoretisch theorieimmanenten Aspekte eingehen und vielleicht kann ich da einfach zu sagen, wie ich überhaupt zu einem Stütze gekommen bin. Wie gesagt, ich habe mit dem Keynes angefangen, habe versucht, da Diskussionen zu führen, bin irgendwie teilweise nicht weitergekommen. Dann hatte mich ein Bekannter, und zwar mein Redakteur beim Zeitherdentrieb, Uwe Richter, darauf aufmerksam gemacht hat, es gibt diesen Wolfgang Stützel und der hätte was Interessantes geschrieben. Und am Anfang dachte ich, naja, was soll ich mir irgendwie einen deutschen Ökonomen aus den 50er Jahren durchlesen? Das ist, fand ich erstmal ein bisschen unattraktiv, aber nach 3-4 Jahren, als ich gemerkt habe, naja, ich komme mit dem Keynes nicht weiter, habe ich es dann mal gewagt und bin dann reingegangen. Und was ich halt beim Stützel so faszinierend fand, ist, dass er, und dabei will ich es dann auch gleich belassen, dass er einfach ansetzt bei wirklich den einfachen, den von allen Wirtschaftssubjekten benutzten Konzepten anfängt, nämlich einfach den Konzepten der Buchhaltung. So, ne? Also wenn er Einnahme, Ausgabe, Einzahlung, Auszahlung, Ertrag, Aufwand und so weiter nennt, dann sind das Dinge, die jeder Unternehmer, jede Unternehmerin tagtäglich Konzepte, in denen sie denkt, in denen gehandelt wird. Und plötzlich habe ich gemerkt, der Stützel gibt halt sozusagen die Möglichkeit,
aus so einer Alltagssicht heraus dann plötzlich Sachen zu entwickeln. Und das eben und da und hat eben auch eine ganz große Klarheit eben auch in seinen Konzepten. Ja, da Ersparnis zum Beispiel ist bei auch bei Keynes selber eine ganz, ganz schwierige Kategorie, die auch sehr ambivalent bei ihm verwendet wird. Und bei Stütze ist plötzlich alles klar. Also es ist auf der einen Seite eine Klarheit in den Konzepten, plötzlich weiß man, worüber man spricht. Die Konzepte sind nicht nur irgendwelche abstrakten Konzepte, sondern sind ganz konkrete Konzepte, mit denen empirisch immer umgegangen wird. Und das gibt halt die Möglichkeit, natürlich nah an der Realität zu bauen, sozusagen seine theoretischen Überlegungen. Und es gibt aber auch die Möglichkeit eben sozusagen dieser berühmten Mikrofundierung, weil ich kann halt gucken, naja, also ein Unternehmen hat Einnahmen, Ausgaben, Ertrag, Aufwand und so weiter. Wie ist denn das, wenn mehrere Unternehmen miteinander in Verbindung treten? Was passiert denn, wenn dann halt eben noch die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer noch dazukommen? Was machen die Finanzmärkte? Und das war für mich eben sozusagen auch die Faszination. Und naja, es gibt halt sozusagen, ich kann die Buchhaltung halt auch dazu benutzen, um sozusagen allgemeine, immer richtige Sätze daraus abzuleiten, die zwar in gewisser Weise trivial sind, aber immer richtig sind. Und das sollte im Prinzip dem Ganzen oder der Volkswirtschaftslehre auch eine Fundierung sozusagen geben in etwas, was eigentlich kein vernünftiger Mensch ablehnen kann, nämlich dass es einfach die Regeln der Buchhaltung gibt, in denen die empirischen Wirtschafter, so ein Stützebegriff, sozusagen tatsächlich handeln. Und eigentlich müsste es dem Ganzen eine Grundierung geben, wenigstens solche Buchhaltungsregeln zu akzeptieren. Ich habe jetzt im Lauf der meiner Arbeit gemerkt, diese im Prinzip Selbstverständlichkeit wird nicht oft eingehalten. Aber naja, ich persönlich fand es eben ein ganz ganz interessantes Feature an dieser ganzen stützischen Überlegungen. Ja, soweit. Ja, ganz herzlichen Dank, Fabian. Und da können wir eigentlich in allem dir direkt folgen und auch zustimmen. Wir haben genau dieselbe Erfahrung gemacht mit dem Werk von Wolfgang Stützel. Er beginnt einfach mit dem, was für jeden kaufmännischen Praktiker täglich wichtig ist. Wenn wir das jetzt mal vergleichen mit dem Paradigma, auf dem die Neoklassik beruht und dem Paradigma, was dem Keynes vorgeschwebt ist, könnte man ja vielleicht sagen, das neoklassische Paradigma ist eigentlich ein Gütertauschparadigma, in dem Geld eigentlich nicht wirklich eine wichtige Rolle spielt, wenn auch Geld und Kredit da vorkommen. Aber wie du vorher ja gesagt hast, tritt das Geld da immer nur als ein besonderes Tauschmittelgut auf. Da hat der Keynes angesetzt und hat gesagt, wir brauchen eine monetäre Theorie der Produktion, in der das Geld eine eigene Rolle spielt und die Motive und das Tun der Wirtschaftssubjekte in irgendeiner Weise beeinflusst. Aber auf eine gewisse Weise ist natürlich auch das sehr vage geblieben. Und auch im Post-Keynesianismus, bei den Leuten, die versucht haben, an Keynes anzuknüpfen, wie bei den Kreislauftheoretikern Graziani und so der französischen Schule, ist da vieles ähnlich unklar geblieben, rein begrifflich wie bei Keynes. Während der Stützel das jetzt zurückführt auf die rein praktischen buchhalterischen Grundlagen der täglichen Transaktionen mit Geld und Kredit und da einfach präzise wird. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz wesentliches Element für eine neue paradigmatische Fundierung von so einer Art monetären Theorie der Produktion, die absolut unverzichtbar ist. Und da können wir jetzt auch vielleicht gleich in das Stützelsche Werk ein bisschen detaillierter einsteigen. Ein Punkt, den der Stützel der gesamten monetären Ökonomik, die ich kenne, die heute so im post-keynesianischen Bereich diskutiert wird, wie zum Beispiel Modern Monetary Theory, Stock Flow Consistent Models, gerade diese Kreislauftheorien, Graziani und so weiter. Was der Stützel denen voraus hat, ist, was er die Zweiteilung des Objekts der Geldtheorie ja nennt, die er ganz einfach aus dem standardmäßigen deutschen Rechnungswesen sich holt. Denn da wird ja unterschieden zwischen Einnahmen und Ausgaben einerseits und Einzahlungen und Auszahlungen andererseits. Und im Grunde genommen ist es eigentlich nur die kaufmännische Art und Weise, die juristische Trennung von Verpflichtungsgeschäft und Erfüllungsgeschäft
buchhalterisch abzubilden. Denn wenn ich was verkaufe, das aber noch nicht bezahlt wurde von meinem Kunden, buche ich natürlich aktiv eine Forderung gegen meinen Kunden erstmal ein und die stellt sofort mit dem Entstehen vom Kaufvertrag eine Einnahme dar, auch wenn der Kunde noch gar nicht gezahlt hat. Das heißt, diese Einnahme ist für mich dann eine Bilanz, ein Aktivtausch, der also das Schließen von diesem Kaufvertrag ist für mich dann bilanzmäßig ein Aktivtausch. Ein Aktivtausch ist es nicht, ne? Ich kriege ja ein zusätzliches Aktivum, ohne dass ich auf ein anderes Aktivum verzichten muss. Wenn ich was verkaufe, ist dasjenige, was ich verkaufe, das Aktivum, worauf ich verzichten muss. Ja, aber ich glaube, der Fabian hat recht, weil es da diesen Eigentumsvorbehalt gibt. Ne? Also ja. Ja, okay, wenn ich jetzt sozusagen sage, ich habe was produziert und das tue ich so lange, wie ich es nicht verkauft habe, ist das sozusagen, erhöht das mein Bestand an, wie soll man sagen, also mein Inventory, ne? Realvermögen, ja. Mein Realvermögen, nicht? Dann ist das was, aber wenn ich jetzt zum Beispiel ein Dienstleister bin, naja, dann, wenn ich jetzt sozusagen hier, wenn ich jetzt von euch Geld bekäme und ich würde euch ich kann ja sozusagen mein Gespräch nicht auf Halde legen, so, ne? Ja, stimmt. Also Dienstleistungen kann man nicht auf Vorrat produzieren und dann wie einen Warenvorrat verkaufen. Deswegen hatte ich jetzt das Beispiel Warenverkauf im Kopf. Trotzdem ist natürlich interessant, dass die Zahlung selber das Geldvermögen dann gar nicht mehr beeinflusst, sondern die Einnahme mit dem Kauf entsteht. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den der Stützel erkannt hat, der bisher in den Monetary Economics einfach fehlt. Der Stützel macht in der Saldenmechanik ja auch die Bemerkung, dass der Morris Copeland, der auch versucht hat, Grundlagen eigentlich zu legen für eine monetäre Ökonomik oder zumindest für gesamtwirtschaftliche Buchhaltung im englischsprachigen Raum, dass der diese Unterscheidung nicht trifft und deswegen bestimmte Transaktionen auch gar nicht systematisch erfassen kann, ohne dass das zu Komplikationen führt. Und der Morris Copeland ist zum Beispiel die Grundlage ja für die Stock-Flow-Consistent-Models und auch für den Perry Mehrling. Ja. Und da wäre eben die Frage, siehst du das auch so, dass diese stützelsche Präzision da einfach ein absolut unverzichtbarer Beitrag dazu ist, auf dieser Ebene die Dinge einfach nur präzise genug empirisch zu beschreiben und dass das was ist, hinter das man also auf keinen Fall zurückfallen darf. Klar, sonst hätte ich mich nicht mit dem beschäftigt, ne? Das auf jeden Fall. Ich würde es auch vielleicht noch mal kurz aus der Perspektive sozusagen betrachten, in der es mir besonders große Erkenntnisfortschritte gebracht hatte, eben genau das Beispiel, was du genannt hast. Vielleicht noch mal ganz kurz zum Technischen. Ich habe jetzt so ein bisschen sozusagen auf den Aktivtausch etwas sozusagen allergisch reagiert im ersten Moment, nicht weil sozusagen es im Prinzip hier sozusagen jetzt buchhalterisch korrekt ist, aber mir ging es eigentlich darum, dass für mich einfach auch ein bisschen aus pädagogischen Gründen der Aktivtausch eben auch sozusagen eine mögliche Transaktion bei sogenannten reinen Finanztransaktionen sind. So, ne? Und ich habe immer wieder herausgefunden, dass was eine reine Finanztransaktion ist, nämlich das, was du ja auch gerade gesagt hast, diejenige, die das Netto-Geldvermögen nicht verändert, dass damit doch viele Leute arge große Schwierigkeiten haben. Und ich war gerade gestern wieder mit vielen Ökonomen zusammen so und da ist das wieder alles total durcheinander gegangen. Einnahme, Ausgabe, Einzahlung, Auszahlung, Aktivtausch und so weiter. Also von daher ist das mit den, ist es im Prinzip korrekt, aber ich finde, okay, anyway. Worauf ich hinaus wollte, ist eben genau deswegen finde ich halt, also erstmal muss man sozusagen Einzahlung, Auszahlung ist die Veränderung sozusagen des Zahlungsmittelbestandes. So, aha, klingt erstmal abstrakt. Da muss man sich fragen, was ist denn ein Zahlungsmittel? Und das fand ich, bei mir haben sich alle Augen geöffnet, als ich das erste Mal verstanden habe. Okay, das ist Geld und dann gibt es irgendwie, was ist denn eigentlich Geld? So, und dann gibt es die verschiedenen Definitionen. Aber was ist jetzt eigentlich wichtiger ist, es geht um ein Zahlungsmittel. Okay, aber was ist denn genau ein Zahlungsmittel? Das ist natürlich ein Mittel, was zur Zahlung eingesetzt werden kann. Aber was ist die Zahlung? Und jetzt kommt die für mich augenöffnende Definition. Das ist ja auch das, was bei dem gewesen ist, was du gerade gesagt hast. Eine Zahlung ist die Erfüllung einer Schuld. Ja? Also ich kann sozusagen, wenn ich irgendwie Schulden habe, dann kann ich Zahlungsmittel, es ist ein Zahlungsmittel das, wo ich dann sozusagen die Erfüllung, also die Zinszahlung oder später die Rückzahlung der Schuld, das Medium, in dem ich das machen kann.
Und plötzlich ist es irgendwie vollkommen klar, das unterscheidet eben alle übrigen Forderungen. Darf ich da gleich einhaken? Also, Bitte. uns ging das ganz genauso, wie du das gerade beschrieben hast. Der Stütze macht diese Unterscheidung zwischen Zahlungsmitteln und sonstigen Forderungen unheimlich klar. Und er macht auch klar, dass diese Unterscheidung überhaupt nicht eindeutig getroffen werden kann, sondern dass die variabel ist, dass unter bestimmten Umständen bestimmte Forderungen als Zahlungsmittel einsetzbar sind, unter anderen Umständen wiederum nicht. Und dass man deshalb dieses ganze Problem dadurch erstmal umgehen kann, dass man einfach auf der Ebene von Einnahmen und Ausgaben arbeitet und die Veränderung der Zahlungsmittelbestände dann gesondert davon betrachtet und das Ganze nicht vermischt. Was für uns jetzt unheimlich wichtig war, noch über das hinaus, was du gerade gesagt hast, ist, dass eine Zahlung eine Erfüllung einer Forderung ist, die kann privatrechtlicher Natur sein, das heißt, das kann eine vertragliche Forderung sein, die natürlich aber auch öffentlich-rechtlicher Natur sein kann, zum Beispiel wie eine Steuerforderung. In beiden Fällen gibt es aber diese juristische Trennung zwischen Verpflichtungsgeschäft, das heißt im Fall von Privatrecht, dem Schließen von dem Vertrag, dadurch entsteht die Forderung, und dem Erfüllungsgeschäft. Dadurch wird die Forderung erfüllt, also bezahlt und damit auch wieder vernichtet. Das heißt, diese ganzen buchhalterischen Prozesse sind überhaupt nur deshalb nötig, weil es ein Vertragsrecht gibt. Und das lässt sich historisch zurückverfolgen, bis zur Entstehung der doppelten Buchhaltung ab dem 12. Jahrhundert etwa in den norditalienischen Stadtstaaten. 1494 hat der Luca Pacioli das, was die Kaufleute dann in der Praxis dazu entwickelt hatten, zum ersten Mal systematisiert und veröffentlicht. Seither haben wir die doppelte Buchhaltung. Der Entstehungshintergrund für diese doppelte Buchhaltung war die Praxis der Kaufleute, und der Hintergrund für die Praxis der Kaufleute war die Rezeption des römischen Rechts, die im 12. Jahrhundert wieder angefangen hatten in den norditalienischen Stadtstaaten und wo man in diesen Stadtrepubliken zum ersten Mal das römische Recht wieder institutionalisiert hat. Und das römische Recht ist bis heute auch für uns, für unser BGB, die Grundlage, das Grundmodell von unserem Privatrecht. Mit Eigentum und Vertrag. Für uns ist ganz wichtig, nicht nur so weit zu gehen wie der Stütze, das heißt, Ökonomie zu fundieren auf den buchhalterischen, das heißt auf den kaufmännischen Praxisgrundlagen dessen, was tatsächlich täglich wirklich passiert in der Wirtschaft, sondern das auch nochmal ganz explizit zurückzuführen auf die rechtliche Grundlage, die da dahinter steht und die eben überhaupt nicht universell ist, sondern die es vielleicht in 25 Staaten dieser Welt auf einer wirklich sinnvoll, verlässlich durchsetzbaren Basis überhaupt nur gibt und im Rest der Welt eben überhaupt nicht. Und das hat enorme Auswirkungen auf das Kredit- und Geldwesen in solchen Staaten, in denen es kein sicheres Recht gibt, wie zum Beispiel Ghana, ja, oder irgendwelche Staaten südlich der Sahara in Afrika. Aber wir brauchen gar nicht so weit zu gehen. Wir brauchen nur bis Griechenland zu gehen, und zu schauen, wie sicher sind denn da überhaupt Forderungen gegen private Schuldner durchsetzbar, um zu sehen, die sind eben überhaupt nicht sicher durchsetzbar, weil teilweise die Eigentumsrechte nicht mal verlässlich dokumentiert sind. Da könnte ich dir also Beispiele aus meinem persönlichen Bekanntenkreis geben, wo die Leute also damit Erfahrung gesammelt haben in Griechenland, weil sie da ein Haus hatten, das sie verkaufen wollten. Ja, das war schlicht nicht möglich, weil überhaupt nicht klar feststellbar war, wer überhaupt der Eigentümer ist. Ja, und damit sind wir dann auch bei der Eurokrise und mitten in der Eurozone und bei den extremen Unterschieden der Rechtsinstitutionen und der Verlässlichkeit der Rechtsinstitutionen, die natürlich direkt verknüpft ist mit dem Kredit- und Geldwesen, denn wir alle wissen, Zahlungsmittel beruhen eben auf der Monetarisierung von Forderungen durchs Bankensystem. Ja? Das heißt, damit sind wir mittendrin. In dem, was uns heute eigentlich in Europa innerhalb der Eurozone bewegt. Jetzt vielleicht erstmal an dich die Frage,
Was ist da deine spontane Reaktion auf diese Erweiterung des Blicks auf die Rechtsverhältnisse? Wir haben das ja jetzt nur ganz kurz angesprochen, und wir sind da noch nicht ein bisschen systematischer ins Detail gegangen. Ergibt es für dich erstmal Sinn oder hältst du das für unnötig oder für überflüssig? Das sind natürlich Sachen, die berühren nicht diese buchhalterischen Identitäten. Das heißt, die berühren eigentlich nicht die Saldenmechanik. Die berühren aber natürlich ganz extrem, die Verhaltensebene, das heißt, die Motivationskonstellation, in der sich jemand befindet, der halt damit rechnen muss, dass wenn er zahlungsunfähig ist, in sein Vermögen vollstreckt werden kann, der handelt natürlich jemand ganz anders als jemand, der damit rechnen kann, dass in sein Vermögen dann eben gerade nicht vollstreckt werden kann. Ja, da ist natürlich die Bereitschaft, Kredit nachzufragen, eine völlig andere. Ja, also hier erstmal die Frage an dich. Ja, was ist da deine spontane Reaktion? Hältst du das für überflüssig oder für verzichtbar oder für sinnvoll oder für nötig, hier diesen Blick vom Rechnungswesen zu erweitern auf die rechtlichen Grundlagen, die dahinter stehen? Ach so, ja. Nein, überhaupt nicht. Das ist eine wichtige Frage. Da kommen wir natürlich auf eine ganze Menge auch noch andere Fragen und so weiter, die alle spannend sind. Ich will vielleicht eine Sache auch nochmal denjenigen, die zuhören, wenn sie so weit gekommen sind, nochmal sagen, was vielleicht einfach nochmal, vielleicht ist es allen klar, aber nichtsdestotrotz, ich fand das interessant. Die Frage sozusagen, auf welche sozusagen gerade, du hast ja auch richtig gesagt, was genau Zahlungsmittel ist, kommt halt vom Kontext ab. Und du bist ja auch richtig eingegangen dann auf, naja, das, was Zahlung ist, das hat man sozusagen, wie es erfüllt werden soll, hat man ja im Vertrag irgendwie dann sozusagen ex ante festgeschrieben. Was sozusagen ist das Mittel zur Zahlung, das dann sozusagen die Erfüllung eines Kreditgeschäfts erst möglich macht, ne? Zins und Tilgung so, ne? Das ist dann zum Beispiel, einfach um analytisch mal die Sache rauszubekommen. Jetzt stellt man zum Beispiel, jetzt sagt, das hatte zum Beispiel Ben Bernanke vor der Finanzkrise immer behauptet, die USA seien so stark bei den Chinesen verschuldet und deswegen seien sie so stark abhängig von den Chinesen. Und plötzlich in der Finanzkrise hatte sich dann, vor allem die Chinesen hätten auch die amerikanischen Häuslebauer und so weiter finanziert. Und dann hätte man eigentlich sozusagen gerade im Blick darauf, ja, in welchen Zahlungsmitteln oder sozusagen in welcher Währung sind dann eigentlich sozusagen die amerikanischen Kreditgeschäfte denominiert. Ja, und dann stellt man fest, naja, so ein amerikanischer Häuslebauer und auch eine amerikanische Investmentbank und auch eine amerikanische Geschäftsbank und so weiter und so fort, die verschulden sich ja in Dollar, ja, und nicht in chinesischen Yuan. Das heißt also, damit ein amerikanischer Häuslebauer seine Hypothek sozusagen bezahlen kann, braucht er eben Dollar und keine chinesischen Yuan. In letzter Instanz wird eben der Dollar hergestellt von der amerikanischen Federal Reserve und nicht von der chinesischen Zentralbank. Also ist sozusagen ist hier wesentlich zu gucken, welches Zahlungsmittel ist denn überhaupt in den Schuldverträgen vereinbart worden und hätte man darauf irgendwie Wert gelegt und hätte nicht sozusagen neoklassisch verbrämt die Sache betrachtet, hätte man sofort gewusst, dass da eigentlich die Federal Reserve eventuell eine größere Rolle bei der Finanzkrise in den USA spielt, als es die Chinesen tun. Und im Endeffekt haben dann auch eine ganze Menge europäische Banken den Amerikanern Geld geliehen und zwar Dollar geliehen. Und diese Dollar konnten sie sich sozusagen den Amerikanern nur leihen, weil sie sich vorher diese Dollar in den USA geliehen haben. Und plötzlich waren eben die ganzen europäischen Banken zwar Gläubiger der US-Amerikaner, aber in Dollar. Und dementsprechend waren auch die europäischen Banken wiederum von den USA und von der Federal Reserve abhängig, um ihre eigenen Schulden in Dollar auch bedienen zu können und so weiter und so fort. Also, was Zahlungsmittel im konkreten Fall ist und welche Art von Schuldverhältnissen sozusagen welche Zahlung wann brauchen, ist ganz wesentlich, um eben das zu verstehen, warum wir überhaupt alle zum Stütze und vielleicht auch zur Ökonomie gekommen sind, nämlich Finanzkrisen und Finanzbeziehungen. Das vielleicht dem vorausgeschickt. Die zweite Frage, na klar, das mit der Rechtsdurchsetzung ist eine wichtige Sache. Ich will nur sagen, es gibt ja die eine Ebene des formalen, auch staatlich durchgesetzten Rechts und so weiter. Und das stimmen ja alle Betrachtungen, die du hast. Nichtsdestotrotz darf man ja auch nicht vergessen, dass darauf weist ja zum Beispiel der Graeber, glaube ich, in seinem 5000 Years of Debt, dass eben diese Schuldverhältnisse, die gibt es eigentlich schon seit einer langen Zeit. Also die gibt es schon auch ich weiß nicht, ob das der korrekte Begriff ist, aber ich sage es jetzt mal bei Urvölkern oder so, ne? Die,
ein ganz differenziertes, ganz differenzierte Geschichte haben, wie sozusagen, welche Schulden man gegeneinander aufnimmt, zum Beispiel, wenn man gegeneinander eine Schlacht gehabt hat und dann werden bestimmte Leute umgebracht, dann muss man den anderen, wenn man verloren hat, halt in einer ganz bestimmten, so viel und solche Kühe muss man dann sozusagen, wenn man da Schuld auf sich genommen hat, man muss dann in Kühen zahlen oder so, oder auch sozusagen längst auch vor Rom, im alten Assyrien und so weiter, gab es auch eben Schuldverhältnisse, die dann teilweise eben mit Zahlungsmitteln, aber das war eben kein Geld, das waren keine monetarisierten Forderungen, sondern dann in Dienstleistungen oder in Waren und so weiter, die dann gezahlt werden mussten. Und da gab es auch ziemlich klare Vorschriften, und man weiß ja auch sozusagen aus den frühesten sozusagen den Schrifttafeln und so weiter, dass das vor allem dann so Schuldkontrakte gewesen sind, und dann die da berechnet worden sind. Also insofern sind sozusagen auch vielleicht ohne dass wir gleich in die Rechtsdurchsetzung des modernen Staates kommen müssen, die natürlich wichtig ist, haben wir auch sozusagen in Gesellschaften, in denen es so eine Staatlichkeit gar nicht gab, wie wir sie heute für selbstverständlich annehmen in vielen Ländern, aber selbstverständlich in allen Ländern auf der Welt. Also das war schon auch immer eine Kategorie, und Schulden und Zahlungsmittel waren auch immer eine Kategorie. Wie dann die Durchsetzbarkeit ist, ist dann natürlich nochmal auch eine interessante und wichtige Frage. Ja, darf ich da gleich einhaken, Fabian? Also da sprichst du natürlich jetzt einen ganz, ganz wichtigen Punkt an. Im Prinzip sehen wir das ganz ähnlich wie du. Natürlich gab es da auch Verpflichtungsbeziehungen in solchen vorstaatlichen Gesellschaften. Aber genau wie du gesagt hast, gibt es da ein Phänomen nicht. Nämlich dieses Phänomen, dass Forderungen gegen andere sozusagen an Dritte weitergereicht werden können, die diesen eigentlichen Schuldner gar nicht können. Das ist ein Phänomen, das wir wirklich erst mit dem Vertragsrecht haben. Und vorher gibt es natürlich immer wechselseitige Verpflichtungsbeziehungen. Die sind aber immer gebunden an die persönlichen Beziehungen, an das direkte persönliche Kennen der Leute untereinander. Und weil solche Übertragungen von Rechten unabhängig von davon, dass man jetzt Leute persönlich kennt, da nicht möglich sind, gibt es da natürlich auch entsprechend kein Kredit und kein Finanzsystem, sondern bestenfalls allgemeine Gütertauschmittel. Das heißt, da gibt's die entstehen auch überall da, wo das Vertragsrecht oder das Rechtssystem insgesamt zusammenbricht, wie zum Beispiel nach dem Zweiten Weltkrieg die Zigarettenwährung. Ne? Da haben Zigaretten dann als allgemeines Tauschmittel gedient, weil Vertragsverhältnisse einfach nicht mehr verlässlich möglich waren. Und hier zwischen diesen informellen Verpflichtungen, wo der Staat und Vertragsrecht keine Rolle spielen, und dem Vertragsrecht nicht nur die Gemeinsamkeiten zu sehen, sondern auch ganz klar die Unterschiede zu sehen. Das heißt, beides ganz klar und deutlich rauszuarbeiten, ist für uns absolut essentiell, um zu verstehen, was so eine traditionale Wirtschaft, eine traditionale Gesellschaft, die eben überhaupt nicht diese Dynamik entwickelt, die ja eine kapitalistische Geldwirtschaft an den Tag legt, was die voneinander unterscheidet. Und es gibt natürlich ein Spektrum, was da irgendwo dazwischen liegt, dass wir sozusagen das Reich der Weak States nennen. Und die Welt ist voll davon. Also in Afrika, viele dieser Staaten existieren mehr oder weniger nur auf dem Papier, aber nicht in der gelebten Rechts- und Wirtschaftswirklichkeit. Und deswegen haben wir in vielen afrikanischen Staaten eben auch überhaupt kein funktionierendes Kreditsystem. Die können keine eigene Währung schaffen, die auf der Monetarisierung von intern generierten Forderungen basiert, weil da überhaupt Forderungen nicht sicher durchgesetzt werden können. Und was wir dann da eben oft beobachten, ist eine dollarisierte Wirtschaft. Das heißt, da zirkuliert Bargeld aus einem Rechtsbereich, wo es eben dieses funktionierende Privatrecht, dieses durchsetzbare Privatrecht gibt. Und da werden Käufe dann meistens auch nur über Bargeldzahlungen abgewickelt und eben gerade nicht als Kredittransaktionen. Und wie gesagt,
wir brauchen gar nicht bis Afrika zu gehen, wir brauchen bloß bis Griechenland zu gehen oder bis Russland zu gehen. Auch in Russland ist es so, dass nach wie vor der größte Teil der Transaktionen in Bargeld abgewickelt wird und die Russen hatten lange ganz große Probleme, ihre Währung stabil zu halten, weil sie kein verlässliches Privatrecht hatten. Und haben teilweise sogar auf ein Currency Board zurückgegriffen, um den Rubel zu stabilisieren. Das heißt, sie haben den Rubel zu einem Fixkurs an den Dollar gebunden, was für die Russen natürlich relativ einfach war, weil sie eben hohe Exportüberschüsse haben über ihre Gas- und Ölexporte und dadurch natürlich Dollars ins Land geflossen sind, die man dann dafür nutzen konnte. Aber Genau dasselbe macht übrigens auch der EU-Staat Bulgarien. Die haben auch ein Currency Board. Und witzigerweise ist es schon älter als der Euro selbst. Deswegen ist der Lev immer noch 1,95583 oder schwankt jedenfalls darum, was ja genau der Umrechnungskurs von D-Mark zu Euro war. Also das ist ein Phänomen, was sogar innerhalb der EU zu beobachten ist. genau, aber also das ist ein unheimlich wichtiger Punkt, den du da angesprochen hast, Fabian, die Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen diesen informellen persönlichen Verpflichtungen, die werden eigentlich auch seit 150 Jahren von Ethnologen relativ genau untersucht. Und der Marshall Salins, ein Ethnologe aus Chicago, der 1972 ein Buch geschrieben hat, Stone Age Economics, hat das sehr schön begrifflich gefasst mit dem Begriff Reziprozität. Und den verwenden wir hier auch in unserer Typologie von Verpflichtungsverhältnissen. Der Bene hat dir, glaube ich, auch drei Links geschickt zu Videos von Vorträgen von uns, die wir gehalten haben, wo wir das so ein bisschen in Ansätzen vorgestellt haben. Also wenn du dir das da mal ein bisschen genauer angucken willst, kannst du es gerne machen. Es gibt auch ein Paper dazu, wo das etwas genauer dann nochmal spezifiziert wird, ist leider in Englisch, können wir dir aber auch gerne schicken. Wir haben das dieses Jahr in Bristol auf der VINEO-Konferenz zum Thema Property Rights zum ersten Mal vorgestellt. Und jetzt im Oktober auch in Budapest, da gab es eine Konferenz der INET Young Scholars Initiative, Piecing Together a New Paradigm. Und da haben wir das, also diese rechtsinstitutionelle Fundierung in Verbindung mit Stüsselscher Seidenmechanik, auch zum ersten Mal vorgestellt, und haben da also teilweise auch ganz gute Rückmeldungen gekriegt. Aber ich will mal zurückkommen, nochmal zu Stützels Werk und zu Spezifik dessen, was der Stützel da gemacht hat, was man sonst nirgends findet. Und zwar gibt es da ja noch den zweiten Punkt, dass Stützel zum ersten Mal dieses Gleichschrittkonzept auf verallgemeinerte Art und Weise und ganz grundlegende Art und Weise einbezieht in seine Kredittheorie und deswegen auch die Seidenmechanik eigentlich die dritte Generation der Kredittheorie nennt. Und das ist doch, glaube ich, nochmal ein ganz, ganz wichtiger und wesentlicher Beitrag zum Verständnis einer Kreditwirtschaft. Denn wenn man Einnahme-Ausgabesalden sieht als Ausdruck von Abweicheffekten, dann ist zum Beispiel auch aus unserer Sicht diese Finanzialisierung, die wir haben seit den 70er Jahren, relativ leicht verständlich zu machen als eben die Entstehung von internationalen Leistungsbilanzungleichgewichten, die sich ja aufgeschaukelt haben seit den 70er Jahren, seit die Gläubigerposition der USA gedreht ist in eine Defizitposition und das System von Bretton Woods daraufhin dann beendet wurde von den Amerikanern. Ne? Zuerst haben die 1971 mit dem Nixon-Schock die Goldbindung des Dollar aufgegeben, als die Franzosen eben sich ihre Dollars in Gold auszahlen lassen wollten. Und der Nixon dann gesagt hat, tut uns leid, also machen wir nicht und ab heute ist der Dollar unsere Währung und euer Problem. Und ab da haben sich diese Ungleichgewichte dann auf der Basis dieses Systems flexibler Wechselkurse dann entwickelt und natürlich müssen diese Salden irgendwie finanziert werden und das machen die Finanzintermediäre. Und da wird natürlich diese Aufblähung des Finanzsektors relativ leicht verständlich, wenn man das aus diesen Abweicheffekten heraus versteht. Aber vielleicht noch ein wichtiger Punkt und da dann auch meine Frage noch dazu an dich. Diese Einsicht hat ja auch der Keynes in den 40er Jahren entwickelt, also nachdem die General Theory schon fertig war, die ja noch eine geschlossene Gesamtwirtschaft unterstellt hat,
Während in den 30er Jahren es dann diese Abwertungswettläufe gab und diese internationalen, zwischenstaatlichen Konkurrenzparadoxa durchgeschlagen haben. Der Keynes hat, um eine Wiederholung dieses Problems zu verhindern, ja in Bretton Woods 1944 diese Idee einer Clearing Union vorgeschlagen, die, und wenn man jetzt in stützlichen Begriffen denkt, kann man das auch so sagen, die eigentlich das Ziel hatte, bei der Entwicklung der Leistungsbilanzen Gleichschritt herzustellen. Und zwar dadurch, dass nicht nur die Schuldner, es nicht nur Anreize für die Schuldner gibt, für die Schuldnerländer gibt, ihre Leistungsbilanzen auszugleichen, sondern eben auch für die Gläubigerländer, weil die sich symmetrisch gegenüberstehen, weil jedem Schuldnerland natürlich der Rest der Welt gegenübersteht als gläubiger Land, das in gleicher Höhe Forderungen, Nettoforderungen hält. Und da wäre jetzt unsere Frage an dich. Siehst du da auch diesen Zusammenhang schon zwischen dem Gleichschrittkonzept von Stützel und dieser Keynesischen Idee einer Clearing Union? Und um das gleich mal praktisch zu wenden, es gibt ja auch Vorschläge von Axel Trost zum Beispiel oder vom Luca Fantacci, das ist ein italienischer Wirtschaftshistoriker aus Mailand, die EZB in eine Clearing Union umzuwandeln, um mit den Leistungsbilanzungleichgewichten innerhalb der Eurozone besser klarzukommen. Was hältst du denn von solchen Vorschlägen? Okay, also wenn man viel redet dann wollte ich noch zu einem Punkt sozusagen nochmal zurückkommen, bevor ich auf die Fragen antworte, nämlich die Frage von den Rechtsverhältnissen und den Institutionen. Ich wollte nur mal sagen, ich finde das sehr spannend und nochmal darauf hinweisen, es gibt auch interessante Arbeiten da von Douglas North, der auch den sogenannten Wirtschaftsnobelpreis gewonnen hat, der aber seinen Institutionalismus neoklassisch sozusagen fundiert hat. Also auch da gibt es in der Neoklassik durchaus auch interessanten Institutionalismus, und der hat ja besonders über Großbritannien das Argument gemacht, dass sozusagen die Glorious Revolution eigentlich, aus der ja dann auch der Parlamentarismus, das englische Parlament so als mächtige Instanz gegenüber dem König hervorgegangen ist, vor allem damit zu tun hatte, dass der König vorher halt sich immer unheimlich verschuldet hat bei den Bürgern und danach dann nicht gezahlt hat. Und dann waren die Bürger pleite und der Staat war pleite, aber das konnte halt der Souverän, ja. Und dass dann mit der Glorious Revolution sozusagen ich hoffe, es ist jetzt wirklich die Glorious Revolution, dass ich hier kein Quatsch erzähle, aber das sollte man sozusagen nochmal nachprüfen, dass dann sozusagen sich die Bürger sozusagen das Budgetrecht übernommen haben im Parlament, und dass das Parlament hier vor allem entstanden ist, eigentlich als sozusagen Durchsetzungsinstanz und Kontrollinstanz der Gläubiger gegenüber dem Schuldner, nämlich dann dem König. Und das hat so gut geklappt, dass der König dann auch immer Kredite zu relativ niedrigen Zinsen aufnehmen konnte, weil er die Gläubiger immer kontrollieren konnte, macht er damit Quatsch oder nicht. Also auch sozusagen die Grundlagen des modernen Parlamentarismus gar nicht in einer großartigen Partizipation des Volkes und so weiter, als so demokratietheoretisch historisch fundiert sieht, zumindest in Großbritannien, sondern wirklich sozusagen als eine Instanz der Gläubiger. Ursprünglich, ne, hat sich natürlich auch gewendet. Und da ist dann auch das Argument von vielen anderen Wirtschaftshistorikern, genau sowas gab es in Frankreich bis zur Französischen Revolution nicht. Deswegen hat der König sich immer verschuldet, hat dann einfach gesagt, ich kann nicht mehr zahlen, Pech gehabt, und irgendwann war das dann den Bürgerlichen dann auch zu viel, und dann haben sie die Revolution gemacht. Also sozusagen diese Frage von Schuldner-Gläubiger-Verhältnissen und dass das auch wie das durchsetzbar ist und so weiter, und wie der Staat darauf reagiert, das ist sozusagen auch in der europäischen Geschichte eine absolut interessante und relevante Frage. Absolut. Kann ich da ganz kurz eine Anmerkung einschieben, Fabian? Also du hast es wunderbar beschrieben. Douglas North hat das im Prinzip auch schon auf dem Schirm. Und wir sind da jetzt in Kontakt mit dem Geoff Hodgson. Der ist auch ein Institutionalist, aber hat den Legal Institutionalism begründet und hat gerade zu diesem Thema The Glorious Revolution eine sehr interessante Kritik der North'schen Version geschrieben. Das ist ein Aufsatz, den hat er auch präsentiert in Bristol, wo wir auch waren, jetzt im April. Und den kann ich dir gerne mal zuschicken. Dann kannst du auch sehen, wie diese systematischere Perspektive aufs Recht, die wir auch versuchen zu entwickeln, die der Geoff Hodgson teilweise auch schon jetzt auf dem Schirm hat,
sich nochmal unterscheidet von diesem neoklassisch begründeten Institutionalismus der Marke North und Barry Weingast und der dritte heißt Barry Wallace, glaube ich. Ne? Das schicke ich dir gerne nochmal. John Wallace, genau. Das schicke ich dir gerne per Mail nochmal zu. Aber jetzt lasse ich dich mal weitermachen. Ja, das ist auch nur so, ich betreibe das auch nur als Hobby. Da kann ich auch nicht, bin ich da dankbar auch für alle Hinweise. Aber vielleicht das etwas, was ich weniger als Hobby betreibe. Jetzt muss ich gebe zu, ich habe ehrlich gesagt nie systematisch mir angeguckt, was genau jetzt eigentlich die Clearing Union ist. Von daher kann ich da jetzt auch nichts Ernsthaftes zu sagen. Aber was denke ich, was ganz wichtig ist, ich mache jetzt einfach mal so ein bisschen aus eurer Frage meinen Punkt, der mir auch irgendwie sehr wichtig ist. Weil du ja auch richtig gesagt hast, Wolfgang, diese Geschichte, dass die Salden ja eben nur dann entstehen, wenn die auch in irgendeiner Weise finanziert werden, so, ne? Also erstmal, es gibt ja sozusagen Überschüsse nur dann, wenn es Defizite gibt, ne? Weil es ist ja die Summe aller Defizite ist immer gleich der Summe aller Überschüsse. Mein Überschuss ist das Defizit der Rest der Welt und so weiter und so fort. Das ist ja Saldenmechanik 101. Jetzt ist ganz, ganz wichtig, weil es jetzt auch gerade in letzter Zeit eine große Debatte darüber gibt, wie eigentlich diese Überschüsse und Defizite zustande kommen. Und da ist eben auch einen ganz wichtigen Beitrag, den der Stützel in der Saldenmechanik schon in den 50er Jahren gemacht hat, weil ja oft jetzt zum Beispiel gesagt wurde, sind die Lohnunterschiede und die Lohnstückkostenunterschiede, die jetzt die Salden treiben und so weiter. Aber er hat gesagt, naja, im Moment, jetzt kriege ich hier schon wieder irgendwelche Nachrichten. Irgendwie schaltet er das immer wieder aus. Komisch. Wo war ich? Genau, das ist also sozusagen, dass ich sozusagen einen Überschuss nur haben kann, wenn ich ein Defizit habe, und ein Defizit entsteht nur, wenn ich es finanzieren kann. So, ja. Und jetzt war es ja nun bis in die 70er Jahre hinein vielfach noch in der Welt und teilweise noch bis in die 80er und teilweise noch bis Anfang der 90er Jahre, dass es diese Kapitalverkehrsbeschränkungen gab zwischen den Ländern. Dass ich also gar nicht die Möglichkeit hatte, zum Beispiel als Deutscher irgendwie, keine Ahnung, irgendjemandem direkt oder indirekt, sagen wir mal dem Griechen oder sowas, einen Kredit zu geben, ja, dass der ein Defizit finanzieren kann. Und dass diese Kapitalverkehrsbeschränkungen eben dazu geführt hat, dass natürlich diejenigen, die gerne vielleicht ein Defizit gehabt hätten, es gar nicht finanzieren konnten. Und wenn ich das nicht finanzieren kann, dann kommt es nicht zustande und dementsprechend kommt auch der Überschuss nicht zustande. Und man eigentlich sozusagen genau mit einer Liberalisierung der internationalen Kapitalverkehrsbeziehungen und dementsprechend auch der internationalen Kreditvergabe plötzlich sieht, dass eben diese Salden auseinanderklaffen. Ja. Jetzt gibt es sicherlich noch eine ganz andere, also ich meine, dass ich ein Defizit finanzieren kann, ist das eine, aber will ich auch wirklich ein Defizit fahren, ist wieder das andere. Da kommen dann eben noch eine ganze Menge andere Bestimmungsgründe, Wechselkurse, Lohnunterschiede und so weiter und so fort mit rein. Aber zumindest die notwendige Bedingung dafür, dass überhaupt Defizite und dann auch Überschüsse entstehen können, ist natürlich die Möglichkeit eben der Finanzierung, und wenn wir über internationale Defizite und Überschüsse sprechen, dann eben der internationalen Finanzierung. Ne? Und da sehen wir natürlich auch dieses starke Auseinanderklaffen jetzt in der seit Beginn des Euros, hat natürlich vielfach mit der Einführung der Kapitalverkehrsfreiheit durch den Maastricht-Vertrag zu tun und hat natürlich dann auch viel damit zu tun, dass man jetzt eine gemeinsame Währung hat, dass man nicht mehr Wechselkursrisiken und so weiter hat. Und von daher ist eben auch diese Frage, wie kommen Salden überhaupt zustande, erst wenn sie irgendwie finanziert werden können. Und gebe ich euch natürlich vollkommen recht, dass entstehende Salden sozusagen die Konsequenz von Kreditvergabe ist, und dann kommt es eben zu, da, dann, wenn einmal der Kredit vergeben worden ist, an die Defizitländer, dann kommt es natürlich auch zu immer stärker auseinanderlaufenden Forderungen und Verbindlichkeiten und dass sozusagen die immer steigenden Bilanzen sozusagen der Banken und anderer Institutionen führen natürlich dazu, dass man immer mehr da irgendwie auch guckt, kann ich das jetzt bedienen, wie ist das mit der Refinanzierung, wie ist das mit den Zinsen und so werden dann rein finanzielle Erwägungen spielen natürlich auch in der Konsequenz eine immer größere Rolle und von daher auch die Finanzialisierung. Also von daher würde ich der These zustimmen. Leider, aber wie gesagt, zur Clearing Union kann ich, vielleicht erklärt ihr mir noch kurz, was es ist, und dann kann ich was dazu sagen. Ja, vielen Dank, Fabian. Also ich würde vielleicht erst nochmal auf die Frage der innereuropäischen Salden kurz eingehen. Rein saldenmechanisch betrachtet
kann man da ja eigentlich nur trivial arithmetische Aussagen machen, aber wie du sagst, das Entstehen dieser Salden kann man nur durch zusätzliche Bestimmungen eigentlich erklären. Das würde der Stützel ja auch nicht anders sehen. Dass man für wirtschaftstheoretische Vollaussagen sich eben überhaupt nicht auf Saldenmechanik beschränken kann. Saldenmechanik ist zwar da eine notwendige Bedingung, aber eben keine ausreichende. Und aus unserer Sicht ist es eben wiederum so, einmal klar, du hast gesagt, durch diese Kapitalverkehrskontrollen gab es lange Zeit diese Möglichkeit gar nicht, dass sich da solche Salden aufbauen konnten, und durch Maastricht ist da vieles ermöglicht worden. Aber jetzt ist die Frage ja auch nochmal, woher kommt eigentlich die Verschuldungsbereitschaft in diesen Defizitländern? Warum ist die so groß? Und da wiederum, glaube ich, ist entscheidend, dass ein Schuldner, oder sagen wir mal so, ein potenzieller Schuldner, der erwarten muss, dass er im Fall seiner Zahlungsunfähigkeit mit ziemlicher Sicherheit akzeptieren muss, dass in seinem Vermögen zwangsvollstreckt wird. Der wird sich natürlich sehr viel genauer überlegen, ob er jetzt einen Kredit aufnimmt, also ob er dieses Risiko auf sich nimmt, als jemand, der mit so einer Zwangsvollstreckung unter Umständen eben gerade nicht rechnen muss. Das heißt, die Qualität des Rechtssystems, die Verlässlichkeit des Rechtssystems und die Durchsetzbarkeit von solchen Forderungen, die auch natürlich daran gebunden ist, dass überhaupt Eigentumsrechte vernünftig dokumentiert sind. Das heißt, da müssen Grundbuchämter da sein, da müssen Katasterämter da sein, die eben zweifelsfrei dokumentiert haben, was wem gehört, ja? Was in Griechenland auch nicht der Fall ist. Wenn unter solchen Bedingungen sind potenzielle Schuldner natürlich auch sehr viel verschuldungsbereiter, als sie das unter den Umständen, die wir hier in Deutschland haben, mit einem relativ verlässlichen Rechtssystem wären. Und ich glaube, das ist ein Punkt, der sehr oft vernachlässigt wird, auch gerade von Keynesianern, weil die Keynesianer das Rechtssystem einfach für selbstverständlich nehmen. Und ein gutes Beispiel dafür ist der Heiner Flassbeck. Der beschreibt in seinem Buch Die Marktwirtschaft des 21. Jahrhunderts eine Erfahrung, die er in Ghana gemacht hat, wo er festgestellt hat, dort unten gibt es erstmal überhaupt keine inländischen Banken, keine afrikanischen Banken, sondern nur westliche Banken, die da eben irgendwelche Niederlassungen gegründet haben. Und er hat dann festgestellt, die vergeben Kredite an die lokalen Bauern, an die lokalen Farmer, nur zu exorbitant hohen Zinsen. Und er ist dann hingegangen und hat gefragt, okay, warum verlangt ihr so einen hohen Zinssatz? Für diesen Zins kann sich kein Bauer bei euch doch einen Kredit überhaupt leisten. Und dann hat er zur Antwort bekommen von diesen Bankern, ja, der Vermögensrückfluss ist eben sehr unsicher und deswegen müssen wir hier sehr, sehr hohe Risikoprämien nehmen. Und der Flassbeck hat dann sozusagen die Tatsache, dass da wenig Kredite vergeben werden, zirkulär auf diesen hohen Zins zurückgeführt und hat gesagt, okay, man muss den Zins administrativ deckeln, damit diese Kredite erschwinglich werden für die Bauern, und dann werden die schon Kredite nehmen und die Kreditwirtschaft wird da auf die Beine kommen. Und sie werden sie auch zurückzahlen können, weil sie können sie nicht zurückzahlen wegen der hohen Zinsen. Also das war der Grund für ihn. Genau, aber was der Flassbeck dabei natürlich nicht auf dem Schirm hatte, ist, dass dort die Rechtsverhältnisse so unsicher sind, dass diese Bauern überhaupt nicht haftbar gemacht werden können für nicht zurückgezahlte Schulden. Das heißt, die Accountability ist da überhaupt nicht gegeben. Und wenn man jetzt die Zinsen administrativ deckelt, dann werden natürlich die Banken überhaupt keine Kredite mehr vergeben, weil sie genau wissen, das Risiko ist zu hoch. Ja? Das heißt, der Schuss wird nach hinten losgehen, solange da nicht ein verlässliches Rechtssystem installiert ist. Ohne das kann es auch kein funktionierendes Kreditsystem geben. Und ich glaube, in Griechenland haben wir da sehr ähnliche Probleme, vielleicht nicht ganz so extrem wie mit Ghana, aber ich kann dir da also auch Evidenz dafür geben, dass es in Griechenland mit den Rechtsverhältnissen nicht so weit her ist, direkt aus Griechenland selber, von der Website von einem Anwalt, der da also in dieser Hinsicht da beratend tätig ist. Und das sind Sachen, die wir für die Eurozone ganz dringend auf den Schirm kriegen müssen und verstehen müssen. Denn wenn wir ein gemeinsames Europa wollen, dann müssen wir auch, wenn wir da eine gemeinsame Währung wollen,
ein gemeinsames, vergleichbares Niveau von Rechtssicherheit und von Durchsetzbarkeit von Verträgen und auch von Steuerschulden. Die Griechen haben ja auch Probleme, überhaupt ihre Steuerforderungen einzutreiben, ja, der griechische Staat. Das muss hergestellt werden. Und da sind wir natürlich dann auf dem ganzen Feld nicht nur Rechtsinstitutionalismus, sondern auch Korruption, das eben ein Phänomen ist, was im Spannungsfeld von solchen informellen Beziehungen ohne Staat und sozusagen durch Staat und Recht vermittelten eher unpersönlichen Beziehungen angesiedelt ist. Und das ist was, was uns gerade sehr stark beschäftigt über die zwei neuen Bücher von dem Francis Fukuyama, der ja eigentlich Politikwissenschaftler ist und kein Ökonom, der sich aber mit diesem Thema Staat, Geschichte des Staats, vergleichende Geschichte des Staats und ja, also auch die unterschiedlichen Qualitäten von Staaten weltweit sehr stark beschäftigt hat. Gut, aber vielleicht noch mal zurück zur Clearing Union. Ich glaube, Vielleicht na, warte mal, ja. in Anbetracht der Zeit, Ja. weil da kann man eine ganze Menge zu dem ersten Aspekt schon sagen. Vielleicht lassen wir die Clearing Union jetzt erstmal aus, weil da dann das wäre jetzt. Habt ihr sonst noch was zu dem Punkt, den Wolfgang gerade gemacht hat? Ja, ich würde nur eine einzige Idee, und zwar also es gibt ja so ein bisschen eine Dichotomisierung zwischen den Sichtweisen in der sogenannten Euro-Krise. Also wir wollen, die eine nenne ich mal Varoufakis-Sicht und die andere vielleicht die Schäuble-Sicht. Und bei Varoufakis könnte man dann so jemanden wie den Heiner Flassbeck vielleicht einordnen, und auf der Schäuble-Sicht, also wenn man das wirklich so dichotomisieren will, dann würde man vielleicht auch noch jemanden wie den Sinn dort einsortieren. Und was ich eben sehr spannend finde, ist die Punkte, die der Wolfgang angesprochen hat, die kommen bei Leuten, die gesamtwirtschaftlich denken können. Also eben zum Beispiel Varoufakis hat das ganz klar auf dem Schirm, Flassbeck auch. Flassbeck ja hat ja unter anderem auch mal bei Wolfgang Stützel gearbeitet. Und so Leute wie der Hans-Werner Sinn oder der Schäuble, die würden vielleicht eher sagen, ja, die Griechen müssen halt ihre eigenen Probleme lösen. Da gibt es ja ganz viele Probleme, da braucht man Reformen, Reformen und so weiter. Und meinen aber dafür Kürzungen im Haushalt. Und was ist, also Und trotzdem findet sich aber auf der anderen Seite, eben auf dieser Schäuble und Sinn und so weiter Seite, findet sich, wenn überhaupt irgendjemand die Institutionen anspricht, dann findet sich das dort. Und dann gibt es aber eine ganz spannende Reaktion, finde ich, von zum Beispiel dem Heiner Flassbeck, der fast schon allergisch darauf reagiert, wenn man die Mangelhaftigkeit der Rechtsinstitutionen in Griechenland überhaupt anspricht, weil er sozusagen sieht, dass die anderen, die das ansprechen, denen fehlt der gesamtwirtschaftliche Blick überhaupt, also die saldenmechanischen Trivialitäten fehlen denen überhaupt, und deswegen verknüpft er sozusagen das Ansprechen von Institutionen. Und da wäre jetzt meine Frage, siehst du da nicht gerade die Arbeit vom Stützel, wenn die rechtsfundiert ist, wie so eine Art Möglichkeit, diese zwei sich scheinbar diametral widersprechenden Positionen irgendwie zu mediieren, zusammenzubringen? Ja, bevor ich jetzt zu einer längeren Antwort ansetze, ich habe gerade hier von Stütze mir bestellt ein Buch, das heißt, jetzt habe ich den Klappentext weggetan und jetzt, wie heißt es? Bankenpolitik heute und morgen, ja. Und bei Bankenpolitik heute und morgen, da geht's, das ist ganz überhaupt interessant zu lesen, weil es geht darum, dass er ein Gutachten fürs Wirtschaftsministerium damals irgendwann in den 60er Jahren geschrieben hat, in der Frage, wie man die Bankenregulierung verändern soll. Und ganz viele Fragen diskutiert, die auch jetzt in den Baselgeschichten interessant sind. Also die Frage nach Eigenkapital, Hinterlegung, nach Liquiditätsreserven und so weiter. Und zentral für ihn ist der Aspekt der Bankenbonität und damit überhaupt der Bonität, ne? Und genau das ist ja das, worum es eigentlich auch geht in allem dem, was ihr gerade gesagt habt, um die Bonität. Die Bonität wird einmal, wenn ich jetzt sozusagen tatsächlich funktionierenden Rechtsrahmen habe, wird die Bonität sozusagen dadurch bestimmt, ungefähr wie hoch mein Eigenkapital ist und dass ich auch, wenn ich ein paar Verluste habe, immer noch sozusagen im schlimmsten Fall alle meine Aktiva verkaufen kann, damit dann eben die Gläubiger noch ihr Geld bekommen, ne? Wenn aber natürlich gar kein Zugriffsrecht, also auf die Aktiva, möglich ist, dann ist die Bonität natürlich auch, dann nutzt mir das höchste Eigenkapital nicht, ne? Wenn die Gläubiger nicht drauf zugreifen können, so, ne? Aber ich meine, auch das ist, ich will mal sagen, in keinster Weise trivial, nichtsdestotrotz auch gut enthalten in der Neoklassik. Genau das sind ja die Probleme von Moral Hazard,
adverser Selektion und so weiter, nicht? Also gerade die sozusagen vorherig hohen Zinsen, das ist ja ein klassisches Thema der ganzen auch neoklassischen Diskussion und die adverse Selektion, dass ich da auch dann noch bei den hohen Zinsen besonders schlechte, dass ich weiß sozusagen, dass ich besonders schlechte Schuldner anziehe und dementsprechend auch mein Kreditangebot vorher sogar kontingentiere, teilweise sogar es gar nicht zu so hohen Zinsen kommt, weil ich einfach den Kredit sowieso nicht vergebe. Und wenn es zu so hohen Zinsen komme, dann kommen also sozusagen nur so Spekulanten rein, wo ich dann weiß, dass die Wahrscheinlichkeit eines Totalverlustes sehr hoch ist. Und natürlich gerade die ganze Frage, die jetzt hier angesprochen wird und die ja auch dann kontrovers geführt wird, ist eben die Frage des Moral Hazard, nicht? Dass ich also mich verschulde, weil ich im Nachhinein weiß, dass ich eventuell gar keine großen Verluste eingehen werde, ne? Und das ist sicherlich auch ein wichtiger Aspekt, auf dem eben die eine Seite, wie ihr auch richtig sagt, Schäuble und Co., immer wieder drauf rumreitet. Ich sage jetzt mal rumreitet, ist ein bisschen despektierlich, aber ist ja auch kein unwichtiger Punkt. Moral Hazard besteht natürlich, ja. Besonders dann, wenn man annimmt, naja, die Griechen in Anführungsstrichen oder andere Länder müssen ja dann sowieso nicht zurückzahlen oder im Fall der Fälle übernimmt halt die Europäische Zentralbank einfach sozusagen die Schulden und es muss nie zu einer Zahlung kommen. Insofern selbstverständlich ist Moral Hazard auch ein Problem, wo ich denke, da gebe ich euch vollkommen recht, auf das sozusagen Keynesianer, denke ich, ernsthaft drauf eingehen müssen. Und da steht halt immer die Bonität. Aber ich will vielleicht ich denke sozusagen im Privatrecht ist das auch keine triviale Frage, aber ein bisschen klarere Frage, weil da einfach die Bonität sozusagen von Haushalten und auch Unternehmen und so weiter erstmal leichter feststellbar ist und da sozusagen eine Insolvenz, besonders bei Unternehmen, auf jeden Fall denke ich auch, vielleicht eine weniger, wie soll man sagen, schwierige Frage und auch vielleicht auch normativ weniger schwierig zu beantworten als, und jetzt kommt eigentlich der Punkt, den ich machen will, beim Staat. Ja, Fabian, darf ich da ganz kurz, also ich sehe schon, worauf du raus willst, ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Ich wollte nur ganz kurz eine Frage noch da ergänzen. Und zwar, also Moral Hazard wird diskutiert von Neoklassikern, aber es wird ja von den Neoklassikern nicht wirklich also systematisch rückbezogen auf die Buchhaltung und auf die zugrunde liegenden Rechtsinstitutionen und ist nicht genau das die Brücke, die der Stützel da liefern könnte. Und wenn man die Rechtsinstitutionen hinzufügt, dann hat man doch dieses gesamte Problem auch in eine gesamtwirtschaftlich orientierte keynesianische Theorie zurückgeholt. Und dann haben wir das systematisch auch als Keynesianer auf dem Schirm und nicht nur so oberflächlich wie die Neoklassiker, die da mit irgendwelchen oberflächlich zusammengeschlampten Begriffen arbeiten müssen, sondern rückführbar direkt auf die kaufmännische Praxis und auf die Rechtsinstitutionen, auf die Buchhaltung. Das wäre mal der erste Punkt. Und dann, jetzt lasse ich dich mal weitermachen zum Punkt Staat, denn genau da sind wir wieder bei einer Bruchlinie zwischen den Keynesianern und den Neoklassikern, die sich auch über die Rechtsinstitution wieder wunderbar fassen lässt, denn Privatrecht und öffentliches Recht sind natürlich nicht dasselbe und ein Staatshaushalt ist kein Privathaushalt. Aber jetzt lasse ich dich da erstmal dazu deinen Gedanken ausführen. Genau, also da wäre ich jetzt auch ein bisschen vorsichtig mit der Kritik jetzt der Neoklassik. Die Idee von Moral Hazard und Adverser Selektion sind sehr allgemeine Ideen, nicht? Und die ganze Überlegung, die Douglas North, ob der zutrifft, da lasse ich mich auch gerne sozusagen belehren, auch durch andere Sachen, oder nicht. Nichtsdestotrotz kann man eben Moral Hazard, Adverse Selektion auf alle Verhältnisse anwenden, ob es jetzt einen stabilen Rechtsrahmen gibt oder nicht. Oder umgekehrt genau sagen, dass eben ein stabiler Rechtsrahmen ja genau diese Probleme adverser Selektion und Moral Hazard, die einfach immer herrschen, reduzieren soll. So, ne? Also da wäre ich dann, das sind, und ich denke, das sind überhaupt gar keine sozusagen unklaren Begriffe, gerade diese beiden ja sozusagen Verhaltensbegriffe oder verhaltensbeschreibende und Verhaltenskonzepte beschreibende Begriffe sind meiner Meinung nach absolut wertvoll und gut. Und da muss man sich drum kümmern. Und dann kann man sozusagen darauf eine ganze Menge Antworten geben. Und wie gesagt, eben auch eine Frage, wie Recht ausgestaltet werden soll, um diese Probleme zu beseitigen. Also da bin ich dann auch total auf dem. Also man muss da auch dazu sagen, Moral Hazard und adverse Selektion, wir müssen auch mal ein bisschen aufpassen, wie wir uns sozusagen auch mit unseren Begriffen. Das sind ja auch beides Geschichten, die damals überhaupt nicht aus der Neoklassik gekommen ist, sondern der
weiß gerade nicht mehr, wie er heißt, es war nicht Stieglitz, sondern der andere, der jetzt auch sehr bekannt ist, ich habe den Namen gerade nicht parat, der hat ja damals, der wollte das publizieren, dann hat er überall Ablehnungen bekommen, weil die gesagt haben, das ist doch gar keine Ökonomie, was du da machst. So, ne? Und später hat er den Nobelpreis, den Wirtschaftsnobelpreis dafür gewonnen, plötzlich war es doch, was dann doch eine interessante Geschichte, also die sozusagen dann die Neoklassik vereinnahmt hat, aber ich würde sagen, das sind schon beides Begriffe, die weiter sind. Okay, der Punkt ist gemacht. Genau in dem Stichwort Privatrecht und öffentliches Recht oder auch keine, also ich bin kein Jurist, ich sage jetzt mal nur so privatrechtliche Institutionen, öffentlich-rechtliche Institutionen. Und da ist dann, glaube ich, da ist es dann halt nicht mehr so trivial. Oder was heißt trivial, ist es auch bei den Privaten nicht, ja? Aber gerade bei dem Staat, der Staat ist eben als sozusagen den Rechtsrahmen setzender Faktor oder Akteur, ist eben nochmal was anderes als halt sozusagen ein privates Unternehmen, was halt insolvent gehen soll, ne? Weil eine Staatsinsolvenz, also was heißt Insolvenz? Insolvent heißt ja, dass man, was heißt das? Dass man sozusagen nicht mehr aufgelöst werden kann, so, ne? Dass man nicht mehr aufgelöst werden kann. Ja, das heißt, dass die Die Schulden Aktiva, die Vermögen die überragen. Aktiva, genau, dass die, ja, aber in, also der Begriff, ja, ne? Also Insolvenz heißt ja was auflösen und Insolvenz heißt, dass man was nicht mehr auflösen kann. Also sozusagen, ich kann nicht mehr genug Aktiva sozusagen auflösen, um die Schulden daraus zu begleichen. Ne? Aber ich muss eben das zumindest versuchen als Privatrechtsakteur, wenn ich halt, also dass wenigstens die Gläubiger das bekommen. Aber es geht ja beim Staat gar nicht. Was wäre denn sozusagen die Anwendung auf den Staat? Die Anwendung auf den Staat heißt, dass wir den Staat auflösen müssen und seine Aktive auflösen müssen. So, ne? Und wenn wir sozusagen bei diesem Gedanken sind, dann heißt das ja nichts anderes, eine Staatsinsolvenz ist, dass wir das alles staatliche Eigentum verkaufen müssen, um die Gläubiger auszuzahlen. So. Das passiert ja teilweise auch. Genau, das ist ja in Griechenland war es jetzt ziemlich praktisch, weil dieser 50 Milliarden Fonds, der da plötzlich in der Nacht des 12. Juli oder sowas letztes oder vorletztes Jahr dann hochkam, also in diesen Verhandlungen zwischen Tsipras und Schäuble und so weiter, ne, dass dann gesagt wird, naja, ihr müsst halt einfach eure Aktiva tatsächlich verkaufen, um eure Schulden zu tilgen. Und hier wird dann tatsächlich der Begriff der Insolvenz für jedes Unternehmen wird dann plötzlich auch auf den Staat drauf gemacht. Aber nur wie weit geht es? Wir wissen, bei einem Unternehmen kann man im Prinzip alles verkaufen, soll man auch alles verkaufen, um die Schulden auszuzahlen. Aber was sind sozusagen wesentliche Geschichten, die halt nicht nur als Staatseigentum, sondern die eben wichtig sind für die gesamte Gesellschaft? Wie weit kann man denn da und soll man dann da auch eingreifen? Ne? Also da kann man ja nicht einfach sagen, naja, es soll Durchgriffsrecht auf die Aktiva geben. Das kann man ja überhaupt bei einem Staat gar nicht mehr machen. Oder Ganz wenn man genau. es, oder wenn man es macht, oder wenn man es macht, naja, also gerade als dieser 50 Milliarden Forderung, dass man dann einen Fonds, in dem man das alles austeilen soll, als das kam halt von Deutschland, habe ich mich gerade sehr unangenehm erinnert gefühlt an die Situation, als die Sowjetunion ins östliche Deutschland, an die sowjetisch besetzte Zone gekommen ist und gesagt hat, liebe Leute, alles, was bei euch noch funktioniert nach dem Zweiten Weltkrieg, das montieren wir jetzt ab und wird dann in die Sowjetunion verschifft. Und so hatte die DDR also schon mal wirtschaftlich einen ziemlich schlechten Start. Ich kann sozusagen emotional das insofern nachvollziehen, als das natürlich gerade die Sowjetunion unendlich große menschliche Verluste im Zweiten Weltkrieg. Aber da sehen wir schon sozusagen, in welche Kategorien das kommt. Hier geht es tatsächlich dann um Krieg und Frieden. Und jetzt wird plötzlich also, ohne dass Griechenland irgendwie Deutschland erobert hätte oder so, werden da solche sozusagen Eingriffe ins Staatseigentum. Und da, klar, wo hat solche Fälle des Eingriffs sozusagen eines Gläubigers in die Aktiva von anderen Staaten noch gegeben? Das nennt sich der Imperialismus. Ja, das hatten wir im 19. Jahrhundert, wenn zum Beispiel lateinamerikanischen Staaten oder auch Persien oder Ägypten waren es damals, wenn die ihre Schulden nicht bezahlt haben, dann sind die Engländer gekommen mit ihren Kanonenbooten, haben in Mexiko zum Beispiel damals, ich glaube, weiß ich nicht, den Kaiser Maximilian installiert, damit der eben die Forderungen der Engländer durchsetzt. Dann wollten sie in Ägypten, haben sie dann den Suezkanal, haben die Engländer bekommen, als die Ägypter nicht mehr in der Lage waren, ihre Schulden zu bezahlen und so weiter und so fort. Das sind, glaube ich, dann da, das sind sozusagen ich habe es jetzt nur mal die historischen Dimensionen und so weiter und die politischen Dimensionen mal angerissen, um zu zeigen, dass das mit der Rechtssicherheit und der Durchsetzungsfähigkeit natürlich im Privaten sozusagen eine ganz wichtige Rolle spielt und wahrscheinlich besonders auch in Griechenland, Katar.
Katasterämter, die es nicht gibt und dass es keine Verzeichnisse gibt, ne? Dass es das alles nicht gibt, ist ja selbstverständlich problematisch, das ist ja überhaupt gar keine Frage. Aber es ist eben stark davon zu trennen, glaube ich, in vielen Aspekten eben der Durchsetzung gegenüber Forderungen, sozusagen der dass man auf die Aktiva von Staaten zugreifen kann, weil dann plötzlich wird's doch da wird die Sache haariger und ich glaube, das ist auch schon, da darf man zu Flassbeck kann ich jetzt nicht viel sagen, also da würde ich sogar sagen, dass Varoufakis sozusagen auch hier kritisch betrachten, was Varoufakis immer wieder gesagt hat, der griechische Staat sei insolvent. Und ehrlich gesagt, das ist ein interessanter Artikel, den ja auch Johannes Schmidt mal geschrieben hat im Wirtschaftsdienst, den ich sehr empfehlen kann. Ich glaube, Johannes Schmidt hatte die ja auch schon mal interviewt. Es gibt überhaupt gar kein Kriterium, kein objektives Kriterium, wie man die Insolvenz eines Staates feststellen kann. Ich würde sagen, ein Staat kann immer illiquide werden, besonders wenn er in Fremdwährung verschuldet ist. Habe ich keinen. Und das ist auch meine Kritik, da gibt es so von links, von rechts, von neoklassisch, von nicht neoklassisch immer sozusagen diese Forderung nach einem Insolvenzrecht für Staaten. Ich glaube, das ist ein hochproblematisches Konzept. Absolut. Ich sehe sozusagen euren Punkt des Rechtsinstitutionalismus und ich denke, da gehen vielleicht auch Leute, die sozusagen sich vielleicht so mit Insolvenzrecht, Bonität und so weiter nicht so kritisch auseinandersetzen. Da wird oft sozusagen geschlabbert und so, ne? Aber da muss man auch aufpassen, gar keine Frage. Und ich glaube, da hilft dann auch sozusagen die Mikrofundierung und eben die genauere Kenntnis, wie auch Handelsleute tatsächlich in einem bestimmten Rechtsrahmen und so weiter agieren. Gar keine Frage, bin ich absolut dabei. Beim Staat ist die Sache nochmal systematisch anders. Das wäre mein Punkt. Ganz klar. Also da stimmen wir dir auch voll zu. Ich versuche mal kurz zu beschreiben, wie wir das Problem lösen, wie wir das angehen. Also den Artikel vom Johannes Schmidt kennen wir, den halten wir auch für sehr gut. Du hast natürlich vollkommen recht. Ein Staatshaushalt ist kein Privathaushalt, einfach deshalb, weil öffentliches Recht kein Privatrecht ist. Privatrecht basiert auf Vertrag und Konsens und öffentliches Recht basiert eben auf Anordnung und Befehl. Das ist auch unabhängig von der Form der Regierung, ob wir jetzt eine absolutistische Regierung haben oder eine demokratisch gewählte. Öffentliches Recht ist immer ein Befehlsrecht und Steuerrecht gehört ins öffentliche Recht. Wenn wir jetzt mal uns vorstellen, ein Staat würde bilanzieren, dann müsste der natürlich auf der Aktivseite Steuerforderungen bilanzieren. Und das ist möglicherweise das wichtigste Aktivum, was ein Staat haben kann auf der Aktivseite seiner Bilanz. Das ist nämlich ein Aktivum, das kein einziges privates Rechtssubjekt je auf seiner Bilanz haben kann. Ein privates Rechtssubjekt kann keine Forderungen per Befehl entstehen lassen, sondern immer nur per Konsens. Das heißt, es setzt die Einwilligung von einem Vertragspartner voraus. Ein Staat kann Steuerforderungen per Befehl erheben und die Bürger sind in dem Fall Untertanen. Ja, die werden vom öffentlichen Recht als Untertanen behandelt, in der Demokratie als Untertanen ihrer selbst, wenn du so willst. Ja, freilich gibt es ja trotzdem Grenzen. Weil sie die Regierung selber wählen. Aber damit erklärt ja auch die Modern Monetary Theory völlig zu Recht die überlegene Position des Staats als Schuldner. Weil nämlich der Staat die Steuerhoheit hat und gegenüber seinen eigenen Bürgern deswegen im Prinzip auch nie weder illiquide noch insolvent werden kann. Ja? Das Interessante am Staat ist natürlich, dass der als öffentliches Rechtssubjekt auftreten kann und das tut er, indem er Steuerforderungen erhebt, aber natürlich auch als privates Rechtssubjekt auftreten kann. Das macht er, wenn er Bonds emittiert, ja? Also wenn er Staatsschuldverschreibungen verkauft. Die sind natürlich privatrechtlich, die werden privatrechtlich behandelt und da kannst du dann natürlich auch gegen Staat klagen, aber insolvent werden oder illiquide werden gegenüber seiner eigenen Bevölkerung kann der Staat nicht, sondern nur in der Fremdwährung und gegenüber anderen Staaten. Und gegenüber anderen Staaten ist das Verhältnis auch kein Vertragsverhältnis, auch wenn es im Völkerrecht so genannt wird. Warum? Weil es keine internationale Instanz gibt, keine Instanz, die ein internationales Gewaltmonopol stellen würde, das Recht zwischen Staaten durchsetzen könnte von der unabhängigen Position aus, sondern die Verhältnisse zwischen Staaten sind Machtverhältnisse und wir haben eine hegemoniale Ordnung international
wo der Hegemon eben die USA noch sind, aber schon am Wanken sind, und innerhalb der Eurozone ist der ökonomische Hegemon eben Deutschland. Und das heißt, die Anwendung von privatrechtlichen Kriterien auf den Staat und auf Beziehungen zwischen Staaten ist vollkommen irreführend und falsch. Da stimmen wir dir vollkommen zu, Fabian, und sehen das im Prinzip auch genauso wie der Johannes Schmidt in seinem Aufsatz über die Bedingungen staatlicher Insolvenz, oder so ähnlich heißt der, den du vorgenannt hast, beschreibt. Das ist genau richtig. Nur denken wir, dass man da durch diese Betrachtung der rechtlichen Seite und durch diesen Vergleich Privatrecht, öffentliches Recht, Völkerrecht in Anführungszeichen, ja, da ist der Rechtscharakter ja nur simuliert, weil das nicht wirklich durch eine unabhängige Instanz durchsetzbar ist, dass man dadurch nochmal auf eine sehr einfache und rein empirische Weise in diese Diskussion sehr viel Klarheit reinkriegen kann. Also das vielleicht noch zu diesem Punkt Staat. Und jetzt aber vielleicht, weil die Zeit ja schon sehr fortgeschritten ist, würde ich noch vorschlagen, dass wir noch kurz versuchen, auf Stützels Konjunkturtheorie ein bisschen einzugehen und auf die dahinterstehende ökonomische Machttheorie, die er schon in seiner Dissertation entwickelt hat, 1952, wo er ja über reine Seidenmechanik weit rausgeht. Ein Moment, das ist ein Buch, was ich gerne hätte und auch immer gerne mal lesen würde, aber weder habe noch gelesen habe. Von daher kann ich zu genau dieser Sache relativ wenig sagen. Ja, Beziehungsweise aber gar nicht. Also ich kann zur Konjunktur was sagen, aber auch nur mehr oder weniger zu dem, was ich mir gedacht habe und was in den Paradoxa und der Seidenmechanik ist. Aber leider genau zu diesem Buch, was mich sehr interessieren würde, nicht. ja, dann machen wir das zu dem Buch. Also Wert, Preis, Macht ist das. Seine Dissertation von 1952 ist 1972 erschienen in Aalen, da im Scientia Verlag, der auch dann die Paradox herausgebracht hat. Machen wir es dazu vielleicht recht kurz und gehen dann auf die Konjunkturtheorie ein, die er in den Paradoxa darstellt. Also ich würd ganz gern aus Wert, Preis, Macht mal eine kurze Passage vorlesen, die eigentlich zeigt, dass der Stützel das Problem, was uns hier zentral beschäftigt, nämlich die rechtsinstitutionelle Fundierung von Buchhaltung und von Wirtschaft überhaupt, dass der Stützel das sehr klar auf dem Schirm hatte und auch sehr klar auf dem Schirm hatte, dass die unterschiedlichen Fachdisziplinen da nicht wirklich integriert so zusammenarbeiten, wie es eigentlich nötig wäre. Und ich lese dir da einfach mal ganz kurz eine Stelle vor aus Wert, Preis, Macht, ab der Seite 65. Und ich kann dir also nur empfehlen, dass du dir das Buch mal bestellst und mal genauer anguckst. Der Johannes Schmidt ist da auch noch nicht so viel so tief eingestiegen, hat er uns erzählt. Aber weil es auch sprachlich wirklich teilweise schwierig ist. Aber ich finde, es lohnt sich auf jeden Fall. Also, der Stützel schreibt da: die herrschende Spezialisierung der Wirtschaftstheorie, Privatrechtslehre und Staatslehre, ja, genau diese drei Gebiete, die uns hier auch zentral beschäftigen, birgt große Gefahren. Die zunächst am äußerlichsten erscheinende Gefahr ist, dass die isolierte Erarbeitung der Grundlagen der drei Gebiete zur Entwicklung unterschiedlicher Terminologien führt. Jedoch hat schon dies, was zunächst als Äußerlichkeit erscheinen mag, bedeutende Konsequenzen. Die nachträgliche Verbindung der drei Gebiete wird dadurch in so hohem Maße erschwert, dass sie gewöhnlich entweder völlig unterbleibt oder sich aber auf die Erwähnung, Benennung und Ergänzung des in einem der Zweige erarbeiteten durch Vertreter der anderen Zweige beschränkt. Die Rechtspolitik und Wirtschaftspolitik, die ja auf die Ergebnisse aller drei Disziplinen gleichermaßen angewiesen sind, bleibt danach häufig keine andere Möglichkeit, als sich im günstigsten Fall eklektizistisch, jeweils ad hoc, die von ihnen benötigten wissenschaftlichen Ergebnisse zusammenzusuchen, im ungünstigeren Falle aber sich denjenigen versuchen, der Zusammenschau der Probleme aller drei Disziplinen auszuliefern, die abseits der Fachwissenschaften von Historikern oder gar Journalisten ihnen als Konzeption gesellschaftlicher Ordnung angeboten werden. Mag auch die politische Praxis immer wieder in dieser Weise eine überschauende Betrachtung der Probleme aller drei Disziplinen gebieten, so bleibt doch unter diesem Verfahren des getrennt Marschieren, vereint Schlagen, der Zusammenhang der drei Problembereiche unsystematisch. Und
Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiges Problem für die Entwicklung der EU und eines gemeinsamen europäischen Bundesstaats. Dafür brauchen wir wirklich eine integrierte Perspektive auf diese drei Fachdisziplinen: Privatrecht, öffentliches Recht, Wirtschaft und natürlich auch internationales Recht, Völkerrecht. Denn die EU ist bisher nur eine völkerrechtliche Konstruktion. Ne? Also der Stützel hatte das auf dem Schirm und insofern sind wir auch der Meinung, dass wir da in seinem Sinne daran weiterarbeiten. Ich meine, damals für ihn in der Situation der 50er Jahre war das nicht mehr so ein vordringliches, praktisches Problem für ihn, weil die Bundesrepublik ihr Rechtssystem relativ schnell konsolidiert hat. Das war ja auch vorher schon sehr gut entwickelt. Man hatte seit 1900 das BGB, das hat gut funktioniert. Das hat man dann wieder in Kraft gesetzt und hat eben dann ab 48 das Grundgesetz gehabt und das deutsche Rechtssystem war da nicht mehr ein praktisches Problem. Heute mit der Entwicklung innerhalb der EU ist es ein massives Problem und wir brauchen heute diese integrierte Perspektive und ja, das vielleicht einfach als Hinweis und für dich und vielleicht als Anregung für dich, da doch mal genauer reinzugucken. Und dann können wir vielleicht noch auf die Konjunkturtheorie eingehen. Aber wenn du da kurz was dazu sagen willst, ja, ich gebe dir erstmal das Wort. Ich will eine Sache dazu sagen. Es gab halt früher das, was man Staatswissenschaft genannt hat, ne? Und zum Beispiel in Österreich die ganzen Hayek und so weiter oder auch viele Volk, die dann später Volkswerte geworden sind oder als Volkswirte bekannt geworden sind, so, ne? Haben halt noch bis in die 20er, 30er Jahre war das ein integrierter Studiengang. Ich weiß es auf jeden Fall in Österreich und es wird in Deutschland nicht anders gewesen sein. Staatswissenschaft, ja, wo man Jura und Volkswirtschaftslehre beides zusammen gelernt hat, ne? Und das ist natürlich auch ein Ausdruck dessen gewesen, dass man sozusagen politisches und wirtschaftliches oder besonders volkswirtschaftliches immer als Einheit gesehen hat. Und nur das nochmal sozusagen als Rückbesinnung auf das, was wir am Anfang gesagt haben, das ist ja eben gerade die angelsächsische Erfindung der Economics, sozusagen weg von der Political Economy hin zur Economics, die sagt, wir können das sozusagen als einzelnes, für sich isoliertes, nach eigenen Gesetzmäßigkeiten funktionierendes Konstrukt die Ökonomie darüber nachdenken, darüber überlegen und brauchen eigentlich die ganzen anderen Sachen nicht, ne? Und ich bin da eher ein Fan der Konzeption der Staatswissenschaft, unabhängig davon, was da vielleicht dann konkret gelehrt worden ist. Und merke schon wieder an dem Ausschnitt, den du da gerade vorgelesen hast, dass der Stütze ein Schlaule ist, also dass es immer wieder Spaß macht und bestätigt mich eigentlich auch in vielen und find das genauso wichtig und fand das nochmal von ihm besonders gut formuliert. Ja, wirklich hervorragend. Und er geht dann genau auf das ein, was du gerade genannt hast, auf verschiedene Konzeptionen von Staatswissenschaft, vergleicht dann da auch verschiedene Werke, die es dazu gibt, bemängelt also bei allen, dass da wirklich die systematische begriffliche Integration fehlt und findet die dann ganz woanders, nämlich im amerikanischen Institutionalismus vom John R. Commons. Und auf den sind wir dieses Frühjahr auch gestoßen. Bei dem gibt es zum ersten Mal tatsächlich diesen Ganz kurz, aber Versuch. die haben es ja, glaube ich, auch von der deutschen historischen Schüler alles über, also Richtig. viel übernommen, ne? Also da Ja. gibt es ja dann auch. Ja, genau. Der Commons war ein Schüler von dem Richard T. Ely und der hat in Heidelberg beim Karl Knies studiert gehabt. Das heißt, tatsächlich kommen ganz viele dieser Ideen wiederum aus Deutschland von der historischen Schule. Das ist sehr interessant, weil die in Deutschland nicht so weitergeführt wurden, wie der Commons das dann 1934 da noch weitergeführt hat in seinen Institutional Economics. Aber damit war dann auch in Amerika Schluss, denn der konnte sich damit nicht durchsetzen und er ist immer da eine Randfigur geblieben, selbst in dem Institutionalismus. Der Stützel bezieht sich aber in Wert, Preis und Macht mehrfach direkt auf den Commons und sagt, er knüpft da an und möchte das weiterentwickeln. Und entwickelt also in diesem Buch eine Machttheorie von Wert und Preis im Rahmen eigentlich von der allgemeinen ökonomischen Machttheorie. Also es ist hochspannend, kann ich dir nur sehr ans Herz legen, dir das mal genauer anzugucken. Da würde ich dann auch ganz gern überleiten zu Stützels Konjunkturtheorie, die er dann in den Paradoxa entwickelt, auf der Basis dessen, was er in Wert, Preis und Macht sozusagen rausgearbeitet hat, schon bevor er die Seidenmechanik entwickelt hat. Was er ja nur ein Jahr später dann veröffentlicht hat. Ne? Also die Paradoxa sind 53 erschienen und hier seine Dissertation 52. Der Mann war also unglaublich produktiv in diesen Jahren. Und in den Paradoxa hat er ja zum ersten Mal versucht,
In dieses seidenmechanische Framework auf dem damaligen Stand von 1953, war noch nicht ganz so weit wie 1958 dann in der volkswirtschaftlichen Seidenmechanik, aber in Grundzügen ist es schon gestanden. Er hat dann da ja versucht, eine Konjunkturtheorie so zu entwickeln, dass er dieses seidenmechanische Framework auf eine ganz, ganz einfache Weise erweitert, indem er ne nämlich einfach die Begriffe Angebot und Nachfrage, also Standardbegriffe aus der Ökonomie, nimmt und rückbezieht auf dieses seidenmechanische Framework, indem er sagt, okay, was ist ein Angebot? Ein Angebot bedeutet, jemand möchte Güter, wir würden sagen, also Eigentum, Realvermögen verkaufen, und jeder Verkauf von Realvermögen bedeutet eine Einnahme. Das heißt, das Gesamtangebot an Gütern entspricht den geplanten Einnahmen. Und bumm, haben wir diesen ökonomischen Begriff, der für sich genommen ein bisschen in der Luft hängt, rückbezogen auf dieses ganz präzise buchhalterische Framework. Güter und Mit, Dienstleistungen. genau, Güter und Dienstleistung. Danke, Nikolas. Und genauso umgekehrt macht er das mit der Nachfrage und sagt, die Gesamtnachfrage entspricht den geplanten Gesamtausgaben. Und dann kann er sagen, okay, rein seidenmechanisch können wir sagen, die Gesamteinnahmen und die Gesamtausgaben müssen sich immer rein buchhalterisch, trivial arithmetisch natürlich genau entsprechen. Aber die geplanten Ausgaben und Gesamtausgaben, das heißt die Gesamtnachfrage, ja, wenn man in keynesianischen Begriffen denkt, und die geplanten Gesamteinnahmen, also das Gesamtangebot, die müssen nicht übereinstimmen. Und aus diesen Nichtübereinstimmungen ergibt sich dann das Konjunkturphänomen und entwickelt sich auch das Preisniveau. Also wirklich ein genial einfacher Gedanke und eine genial einfache Weiterentwicklung dieses seidenmechanischen Frameworks zu einer Konjunkturtheorie. Und da würde uns erstmal interessieren, inwieweit du dich damit schon befasst hast. In den Paradoxa sind es ja, vor allem ist es ein kurzer Abschnitt von Seite 182 bis 199, wo er dann auch eine Kritik der Keynesian Konjunkturtheorie formuliert, die hochspannend ist und die genau zu dem passt, was Stützel selber politisch in den 70er Jahren dann gemacht hat. Er hat ja das Lambsdorff-Papier unterstützt und im Prinzip die neoliberale Wende auch unterstützt. Und das passt wunderbar zu seiner Konjunkturtheorie. Aber vielleicht erstmal an dich die Frage, wie weit hast du dich damit schon beschäftigt und was hast du daraus für dich mitgenommen? Jetzt haben wir den Fabian verloren. Oder er drückt den Knopf Sorry, nicht. ich habe den Knopf nicht gedrückt. Ich habe den Knopf nicht gedrückt. Also, das ist genau das, warum ich überhaupt den Stützel gelesen habe und was mich am Stützel eigentlich vor allem interessiert, oder jetzt also beruflich vor allem interessiert und professionell interessiert, neben all den anderen spannenden Aspekten. Das ist ja auch das, wo ich versucht habe, da in meinem Papier zur Loanable Funds Theorie genau darauf Bezug zu nehmen. Ne? Also dann zu fragen, naja, wenn ich da sozusagen Änderungen geplanter und erwarteter Einnahmen, Ausgaben und so weiter habe, wie wirkt sich das dann konjunkturell aus, das zu erweitern noch auf geplante und erwartete Einzahlungen, Auszahlungen und so weiter und so fort. So, ne? Also das ist sozusagen, gerade weil man eben die sozusagen ich die klaren Konzepte einfach des deutschen Rechnungswesens habe, brauche ich quasi einfach überall nur noch eine Plangröße dran zu heften, und schon habe ich halt irgendwie, bin ich sozusagen in der ökonomischen Theorie, ne? Und dann habe ich das selber noch versucht, ein bisschen zu erweitern. Bin ich auch mal interessiert dran, was da auch noch Leute zu sagen, habe ich bis jetzt noch nicht so richtig Feedback in das, was ja auch viel in der Ökonomie eine Rolle spielt, die Überschussnachfragen, indem ich nämlich Einnahmen und Ausgaben trenne in eben die Quantität und den Preis. Und dann, wenn ich da sozusagen da überall noch einen Plan dran hefte, dann kann ich sagen, aha, dann habe ich halt eben Angebot- und Nachfragekurven und kann dann auch bei einem Auseinandergehen der Mengen sagen, wo ist denn dann eine Überschussnachfrage, wo ist dann ein Überschussangebot. Da ist mein Gefühl, da bin ich aber auch ehrlich gesagt gerade dran am Arbeiten, deswegen bleibt es auch noch so ein bisschen vage, dass man da eben auch darüber, über diese Geschichten
auch eine ganz gute Mikrofundierung hinbekommt von so makroökonomischen Überlegungen. Ja, also was passiert eigentlich, wenn ein Unternehmen eine Überschussnachfrage oder ein Überschussangebot seiner Güter hat? Was passiert, wenn das mehreren Unternehmen so geht? Was passiert, wenn das allen Unternehmen so geht? Eben dieses Auseinanderfall von geplanten und erwarteten Einnahmen und Ausgaben. Und das ist, glaube ich, das ist also jetzt für mich persönlich eine der fruchtbarsten Geschichten, wo ich am meisten daran interessiert und auch am Arbeiten bin und zunehmend auch versuche, mehr dazu zu publizieren. Aber wen das interessieren sollte, der kann das nachlesen in meinem Papier, irgendwie veröffentlicht. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt gar nicht. Das heißt, das Saving Finance Investment, glaube ich, ist der Titel. Und da habe ich das sozusagen so als Check. Und da sind eben auch ganz viele Fragen, die meiner Meinung nach bei Keynes vollkommen unterbelichtet sind, nämlich Fragen der Insolvenz oder des Insolvenzrisikos, habe ich da versucht auch mit einzubeziehen. Und von daher kann ich da nur sagen, das ist eine gute Sache. Kann ich vielleicht sozusagen, weil ich nämlich auch langsam auch ein bisschen Hunger habe und langsam zur Mittagspause gehen würde, ich hätte vielleicht noch was Abschließendes zu der ganzen Geschichte, zu unserer Diskussion zu sagen. Ja, sehr gerne. Wir Gerne, sind ja schon Fabian. fast eine halbe Stunde drüber. Wir sind schon etwas ja, länger dabei. Ja, dein Paper werde ich mir dann auf jeden Fall nochmal detaillierter angucken. Ich habe schon mal so ein bisschen drüber geflogen. Ich würde schon noch ganz gern das ein bisschen vertiefen mit der Stützelschen Konjunkturtheorie und von daher vielleicht vorschlagen, wenn du da auch Interesse hast, können wir dazu vielleicht einfach nochmal einen zweiten Termin machen, wo wir uns da nochmal ein bisschen mehr Zeit nehmen, speziell für diese Konjunkturtheorie, weil ich glaube, da treffen sich unsere Interessen und unsere Arbeit auch wirklich sehr stark und stimmen stark überein. Aber vielleicht können wir uns da auch gegenseitig noch ein bisschen gute Anregungen geben. Also da würde ich mich sehr freuen, wenn du da noch mal Lust hättest, dir die Zeit zu nehmen dafür. Und ein, zwei andere Punkte, zu denen wir jetzt heute auch nicht gekommen sind, würde ich dann da vielleicht auch noch einbauen wollen. Aber jetzt gebe ich dir erst nochmal das Wort für deine Schlussbetrachtung und dann können wir vielleicht, wenn der Nikolas die Aufnahme beendet hat, nochmal kurz drüber reden, ob wir uns nochmal treffen. Genau, also an der Verbreitung meiner Ideen habe ich immer ein Interesse, gar keine Frage. Also ich denke, was vielleicht auch aus der Diskussion so klar geworden ist, was ich auch vielleicht das Faszinosum dieser Seitenmechanik finde und auch von Stütze spezifisch, und das ist auch ein bisschen was er, glaube ich, auch selber wusste und vielleicht auch ein bisschen ja, angeberisch oder wie auch immer irgendwie, aber vollkommen zu Recht reingeschrieben hat, dass eben es auf der einen Seite eine absolute Striktheit gibt in der Seitenmechanik, die sich einfach aus diesen notwendigen seitenmechanischen Zusammenhängen ergeben. Und die sind wirklich im striktesten Sinne mechanisch. Da geht es wirklich, also die sind quantitativ und präzise beschreibbar. Ja, und da kann man sozusagen auch rein analytisch Schlussfolgerungen ziehen, die einfach wahr sind und Bedingungen auch benennen, die immer wahr sind. Ne? Und das ist natürlich für alle Leute, die an strikter Argumentation, an mathematischer Argumentation interessiert sind, ist das eine schöne Sache. Und das Zusätzliche sind immer Aussagen, die auch strikt wahr sind für die Realität. Also nicht nur im analytisch-theoretischen Sinne, sondern auch strikt wahr sind für die Realität. Und das ist eben. Aber diese Striktheit eben dieses seitenmechanischen Konzeptes wird verbunden mit einer extremen Offenheit, für alle möglichen Verhaltensannahmen, weil ich nämlich weiß, dass ja sozusagen, dass es konkrete empirische Akteure sind, die eben in der ökonomischen Welt tätig sind und deswegen halt auch in diesen Formen der Buchhaltung denken und handeln müssen und dadurch restringiert sind und so weiter, kann ich aber trotzdem für die zwar notwendige Bedingungen sozusagen herstellen, unter denen sie handeln, also zum Beispiel notwendige Bedingungen dafür, dass ich ein Defizit realisieren kann, ist, dass ich es auch finanzieren kann. Es ist einfach strikt immer wahr. Er verbindet sich eben mit dieser extremen Offenheit der Verhaltensannahmen, dass ich überhaupt nicht, dass ich sozusagen mir verschiedenste Theorien überlegen kann, ja, warum will denn überhaupt jemand ein Defizit finanzieren oder ähnliche Sache? Und ich kann das eben auch verbinden natürlich mit dem, woran ihr interessiert seid, also mit dieser Offenheit gegenüber den verschiedenen Rechtsrahmen. In welchem Rechtsrahmen befinde ich mich denn und so weiter und so fort, nicht? Also ich habe hier sozusagen eine wunderbare Anschlussfähigkeit an
an eben alle anderen wissenschaftlichen, sozialwissenschaftlichen Disziplinen. Ja, ich kann mich sozusagen, was die Verhaltensgeschichten angeht, kann ich mich wunderbar aus der Soziologie bedienen. Ich bin nicht auf den Homo economicus hier in irgendeiner Weise angewiesen. Deswegen finde ich auch das Zitat von Wolfgang so spannend. Das Stütze das also auch selber nochmal sehr bewusst, ihm selber das auch sehr bewusst war. Und ich glaube, dass er da zum einen das Postulat gemacht hat, es sollte mehr Kooperation geben, aber B, auch, glaube ich, da in der Seidenmechanik auch eine sehr gute Gelegenheit gegeben hat, auch sozusagen vielleicht nicht genuinen Ökonomen die Möglichkeit zu geben, auch sozusagen ihre jeweiligen Fachdisziplinen mit einzubeziehen. Und da, weil Wolfgang auch gesagt hat, dass er auch Psychologie studiert hat, die Verhaltensannahmen nicht nur eben auch der Soziologie, sondern auch der Psychologie, alles das ließe sich da wunderbar in die Seidenmechanik mit einfügen und die Seidenmechanik als allgemeiner Rahmen verwenden. Und von daher ist das, denke ich, eine sehr fruchtbare Geschichte. Und ich bin sehr froh, dass da auch andere Leute mit einer anderen Perspektive, mit vielleicht auch anderen Fragestellungen als ich, da aber sozusagen diesen Rahmen nutzen. Und von daher kann ich euch da auch sozusagen nur ermutigen, da weiterzumachen und in der Hoffnung, dass durch diesen gemeinsamen Rahmen wir dann auch zu komplementären Ergebnissen kommen. Ja, da kann ich dir also nur zustimmen, Fabian, allem, was du gesagt hast. Und ich würde sogar noch ein bisschen weitergehen. Also Stützel hat nicht nur diese Anschlussfähigkeit und Offenheit für auch andere Fachdisziplinen ja wunderbar sozusagen ermöglicht mit seinem Herangehen, sondern auch generell ist sein Herangehen unglaublich fruchtbar methodisch gesehen, auch wie er mit anderen bestehenden ökonomischen Theorien umgeht. Denn er betrachtet die ja dann immer durch die Brille der Seidenmechanik und versucht sozusagen zu zeigen, okay, wo sind hier die Fehlgeneralisierungen und wo sind die Momente, die man wirklich nutzen kann, um auch die Seidenmechanik fruchtbar zu erweitern. Und die kann man dann auch durch die Brille der Seidenmechanik betrachten und zum Ausbau der Seidenmechanik in ein wirklich volltaugliches makroökonomisches Modell verwenden. Also unglaublich fruchtbar methodisch, auch vor allem im Nachwort zu den Paradoxa beschreibt er das wunderbar, dass sich eben gerade Geldwirtschaft für so eine Art von strikter Betrachtung, wie es die Seidenmechanik ist, geradezu anbietet, weil sie eben auf solchen abstrakten buchhalterischen Identitäten basiert. Und die wiederum basieren natürlich auf den abstrakten Grundannahmen des Privatrechts und die gehen letztlich zurück auf Freiheit und Gleichheit. Und das ist der Kern unserer westlichen europäischen Zivilisation. Und da sind wir wieder beim Recht, das der Stützel ja auch früh eben schon auf dem Schirm hatte. Und da kann man einfach nur sagen, also der Stützel war einfach ein Ausnahmedenker, ein Mann, der also völlig zu Unrecht vergessen wurde und dessen Werk unglaublich fruchtbar ist. Und da freuen wir uns sehr, Fabian, dass du dich da so verdient machst, darum, also das auch im englischsprachigen Raum ein bisschen bekannt zu machen. Das Thema können wir heute leider nicht mehr vertiefen. Das würden wir dann ganz gerne machen, wenn wir nochmal vielleicht die Gelegenheit haben, uns nochmal zusammenzusetzen und nochmal Stützels Konjunkturtheorie ein bisschen zu vertiefen. Und dann können wir uns vielleicht auch ein bisschen Gedanken drüber machen, gemeinsam, wie man da rangehen kann, es in englischsprachigen Raum zu kommunizieren, wie da die Gemeinsamkeiten und Unterschiede auch sind im deutschen Rechnungswesen und im englischsprachigen Rechnungswesen, denn da sind wir auf die gleichen Probleme gestoßen wie du auch schon viel früher und wie der Johannes Schmidt auch, als wir versucht haben, das ins Englische zu übertragen. Und der Johannes Schmidt hat da, glaube ich, eine ganz gute Lösung gefunden, aber ich weiß nicht, wie das im englischsprachigen Raum ankommt. Und da würden wir auch uns interessieren dafür, ob du da schon Feedback bekommen hast und noch eine ganze Latte von anderen Fragen. Also ich glaube, wir hätten wirklich genug Stoff, um da nochmal ein zweites fruchtbares Gespräch dazu zu führen. Also insofern würden wir uns da freuen, wenn du da nochmal Zeit und Lust dazu hättest. Aber jetzt erstmal ganz, ganz herzlichen Dank, Fabian, an dich, dass du die Zeit dir genommen hast, uns hier mal eine Diskussion mit dir zu ermöglichen. Und ja, der Nikolas will vielleicht auch noch ein paar Worte zum Abschluss sagen. Und ja, nochmal ganz herzlichen Dank und dann freue ich mich schon aufs nächste Gespräch mit dir. Ja, euch auch vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ja, herzlichen Dank, Fabian. Auch vielen Dank, Wolfgang. Ich habe mir eine ganze Latte an Notizen gemacht, unter anderem zur Clearing Union, internationaler Gleichschritt, auch das Phänomen Euro-Dollar, was da dann mit reinspielt und ganz spannende Fragen.
Also das Phänomen Euro-Dollar stellt ganz spannende Fragen dann wiederum für das, was die Clearing Union ist. Das konnten wir jetzt heute nicht diskutieren. Das machen wir dann hoffentlich das nächste Mal. Ich habe euer Ping-Pong wahnsinnig genossen. Ich hoffe, unseren Zuhörern ging es genauso. Ich habe mich möglichst rausgehalten, aber einfach, weil ich es so sehr genossen habe. Also ich fand das ganz, ganz toll und ganz fruchtbar. Ich finde das hochspannend, wie sich unsere Arbeiten da ergänzen. Und ja, also ich freue mich sehr aufs nächste Mal. Danke, Fabian, danke, Wolfgang und bis zum nächsten Mal. Ciao.